Sich einmal fühlen wie Vettel, Schumi und Co. Formel 1 fahren ist jetzt greifbarer denn je. In Deutschlands einzigem Formel 1 Simulator Center in Düren. Bundesweit werden wir für Events, Messeauftritte etc. gebucht. Heute sind wir hier im Marktcafé in Langfeld, sind von der Centerverwaltung gebucht worden für den verkaufsoffenen Sonntag als Kundenhighlight. Sind überrascht, wie hoch die Frauenquote ist, die auch es sich nicht nehmen lassen, mal eine Probefahrt zu machen auf dem Simulator. Ja, und es ist ein Spaß für die ganze Familie von 10 bis 100 Jahren. Ob das nur ein Spaß ist oder sich auch wirklich anfühlt wie echtes Formel-1-Gefühl, testet Deutschlands jüngster Formelsieger Sebastian Balthasar aus Köln für uns. Man liegt natürlich hier auch sehr flach wie in einem richtigen Rennwagen und das Feeling ist natürlich toll. Und wie sieht es mit dem Fahrgefühl aus? Die Strecken sind wirklich sehr nah, vor allem der Kurvenverlauf und die Curbs und das ist wirklich alles sehr maßgetreu. Und dort kann man sich wirklich auf die Strecke einspielen und damit man aufs Rennwochenende perfekt vorbereitet ist. Aber nicht nur auf Messen sind die Simulatoren im Einsatz. In Düren bei Köln gibt es seit Juni Deutschlands erstes Simulatorencenter. Eigentlich war geplant, dass die Simulatoren anbieten für Firmen als Ergänzung für den Messestand auch, dass die dann ihr Publikum damit dann begeistern können und das anbieten können. Und eigentlich ist es dann aus dem Lagerraum-Idee für die Simulatoren dann die Idee gekommen, hier ein eigenes Center zu machen, dass eben die lokalen Leute hier aus Düren auch hinkommen können oder auch Köln, Aachen, Düsseldorf, Bonn. Ich denke, das wäre so das Einzugsgebiet, die halt Motorsport begeistert sind und mal einen Rennsimulator fahren wollen, der sich eben bewegt als Unterschied zu einer PlayStation oder Xbox, wo man ja auch Rennsportspiele drauf spielen kann. Auch Björn Pfotenhauer und Christopher Stranchon sind von dem Konzept begeistert und belohnen und motivieren ihre Mitarbeiter mit einem Formel-1-Abend. Unsere Mitarbeiter haben gute Arbeit geleistet die Monate. Dann wollten wir mal was anderes machen, wie zum Beispiel Bowling gehen oder irgendwie Abenteuerspielplatz oder was die anderen auch alle machen. Wir wollten mal was anderes machen, mal richtig auf die Rennstrecke einen loslassen und bis jetzt kommt es sehr gut an bei unseren Mitarbeitern. Und die finden das sogar richtig klasse. Ich habe lange nicht mehr so eine Action erlebt, sag ich mal so. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin hier hingekommen, habe es direkt mal ausprobiert und es war super. Aber auch der Chef selbst ist begeistert. Das Fahrgefühl ist super geil. Also man hat das Gefühl, man sitzt richtig in einem Rennwagen, auch vom Sound her, von der Bewegung her, mit den Hydraulik, mit dem Links-Rechts und so, das Lenkrad vibriert. Und es macht auf jeden Fall richtig Spaß und jeder kann damit fahren. Man braucht sogar noch nicht mal einen Führerschein oder irgendwelche Rennlizenzen. Doch der realitätsnahe Fahrspaß ist nicht nur Zeitvertreib für Hobby-Rennfahrer. Auch der ambitionierte Laie, der jetzt, sag ich mal, sich über PlayStation zu einem richtigen Fahrsimulator weiterentwickelt hat, immer mehr die Dinge, die da wichtig sind, auch gelernt hat, der tut sich wesentlich leichter dann auch in den Einstieg. Wer immer schon davon träumte, selbst einmal Rennen zu fahren und irgendwann auf dem Treppchen zu stehen, oder wer einfach nur seine Mitarbeiter belohnen und motivieren möchte, der sollte schnellstmöglichst einen Termin unter www.ellip6.de machen. Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum dritten Lauf der DGTM Season 2015 bei der SAD. Mein Name ist Kurt Kuhb und ich freue mich heute Abend euch wieder begleiten zu dürfen bei diesem hoffentlich spannenden Rennen in Budapest. Ja, heute begleitet mich während dieses Streams der Gunnar Miesen. Hallo Gunnar. Ja, hallo erstmal. Ja, du bist heute sozusagen mein kleiner Experte und ich hoffe, wir haben heute ein spannendes Rennen vor uns. Das Quali läuft schon, da gehen wir auch gleich sofort hin. Ich komme nur noch mal ganz kurz zur Strecke. Ja, wir sind am Hungaroring, den kennt bestimmt der ein oder andere von euch aus der Formel 1. Wurde im Jahre... Ja, wenn ich das jetzt mal auf hätte, dann wäre alles gut. Im Jahre 1986 erbaut. Und ja, seitdem ist sie eigentlich fast immer im Formel-1-Kalender gewesen und ja, es ist der Mickey-Maus-Kurs, so wird er öfters mal genannt und wir werden heute hoffentlich ein spannendes Rennen sehen. Die Bedingungen sind spannend, es ist nass gerade in diesem Moment und ja, es soll wechselhaft bleiben, auch im Rennen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal,
auf die Strecke und da sind wir schon. 1 Minute läuft das Quali schon, aber wir haben noch nicht so viel verpasst, denke ich. Ja, im Moment, die Bestzeit hält schon. Thomas Meyer, hier haben wir ihn. 1:44,3, das war doch schon eine ganz gute Runde. Und er ist schon auf seiner nächsten schnellen Runde. Natürlich ist jetzt der Faktor Regen ganz groß im Qualifying. Da muss man wirklich auf der Strecke sein, wenn die Bedingungen am besten sind, oder Gunnar? Ja, ich glaube am Anfang, Anfang des Qualifying scheint es noch recht gut zu gehen. Vor dem Training sind sie 1:53 gefahren, also es war doch erheblich nasser als wohl jetzt gerade eben. Von daher gilt es jetzt, die Sache auf den Punkt zu bringen und die Zeit zu setzen. Ja, wir haben keine richtigen Vorgaben, sagen wir mal. Normalerweise können wir ja so einen Blick auf die Trainingszeiten richten, aber das bringt jetzt nichts und wir sehen Thomas Meyer, der rutscht ziemlich. Also die Bedingungen schlittern schon so ein bisschen in Richtung Chaos, habe ich das Gefühl. Ja, die Fahrer haben letzte Woche war es halt extrem kalt, 10 Grad. Die letzten 3-4 Tage war es immer warm, 20, 22, 23 Grad. Ja, und heute Morgen kam der Regen. Überraschend für alle. Die Setups, die sie gebaut haben, wird wahrscheinlich schwierig zu nutzen. Man wird sehen. Verspricht auf jeden Fall Spannung fürs Rennen. Ja, du sagst es. Ja, die Fahrer sind überrascht worden. Du hast es gerade schon sehr schön formuliert. Man hatte ja auch keine Möglichkeit im Regen zu testen. Es war eigentlich immer sonnig in den letzten 2 Wochen, ne? Also es war auch bis gestern kein Regen gemeldet. Gestern in der Wettervorhersage war es trocken und 20 Grad und trocken, ja. Und ja, heute kommt der Regen, ja. Aber so. Ist ja immer spannend beim Regen, ne? Also, ja. Thomas Meyer ist an der Box, genauso wie Peter Grau, der ist jetzt auf Position 2 zurzeit. Ist jetzt aber halt auch erstmal wieder in die Box fahren, aber ich denke nicht lange, wir haben das gerade schon ganz gut gesagt. Es zählt wirklich, so welchen Bedingungen, dass man zum richtigen Zeitpunkt auch mit den richtigen Reifen draußen ist. Die Fahrer haben ja erstmal verschiedene Reifenmischungen, das ist natürlich klar, also für wie es regnet. Und dann natürlich auch muss man auf die frischen Reifen in der richtigen Runde so ein bisschen haben, weil die nutzen sich ja auch ab. So, die Fahrer, die jetzt alle schon eine Runde haben, sind jetzt alle an der Box, die ersten 12 tatsächlich. Und die Fahrer dann dahinter, so 13 bis 18, die sind jetzt alle noch unterwegs, schalten wir doch mal dahin. Zum Beispiel auch Henning Wollert, der hat bestimmt gleich eine Ansage an die Ersten, denn er fährt ja auch öfters, also fast immer mit vorne mit dabei und da kommt bestimmt gleich was. Danny Schubert übrigens war schon eine Runde unterwegs, aber vielleicht auf der falschen Reifenmischung, denn der ist direkt wieder in die Box gefahren. Das war dann wohl nichts. Ja, also die Zeiten jetzt sind mit Sicherheit alle mit weichen Slicks gefahren worden, weil mit den Regenreifen kennt man keine Reifen. Man kann ja auch die Trockenreifen bis 10 bis 13, 14 Prozent Nässe gehen die noch ganz gut. Also die weichen Slicks ab drüber hinaus, wenn da zu 15, 20 Prozent Nässe ist, dann ist man halt nur noch am Rutschen und dann ist der Regenreifen klar schneller. Ja, man sieht das ja auch ganz gut. Also die Strecke ist nicht super nass, also vom Chaos sind wir noch ein bisschen weiter weg. Aber gerade dadurch, dass das gerade in dieser Schwelle ist, sage ich mal, ist man natürlich als Fahrer auf Slicks dann nochmal besonders gefährdet, dass man hier sich dreht. Also die Bedingungen sind wirklich gerade unschön, sage ich mal, für die Fahrer. Also es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ist eine Herausforderung. Kann man klar sagen. Ja, es ist schwierig, vor allem wenn es jetzt auch noch krasser wird. Dann werden die Zeiten halt auch nicht mehr schneller werden. So, mal gucken, ist auch nur 1:44 schnell. Aber da kommt er weit raus. Das war gerade, glaube ich, auch schon im Rande der Legalität, aber es war ja die Einrollrunde, also das war noch keine schnelle Runde. So, los geht's für den Henning. Was macht er in der ersten Kurve?
Ja, generell, die Strecke ist, hat ziemlich viele, ja, etwas langsamere Kurven, die zuziehen. So eine Hufeisenkurve wie gerade ist ein gutes Beispiel dafür. Hier haben wir eine ziemlich schnelle Kurve gehabt. Und dann, das ist jetzt so eine kleine Mutkurve. Links, ganz schnell, Randstein ein bisschen mitnehmen, aber nicht zu doll, sonst kommt man weit raus. So wie beim Henning hier gerade. Also die Kurve ist schwierig. Und 2 Sekunden Rückstand schon, also das war nichts. Da scheint er entweder auf den falschen Reifen zu sein oder sich noch nicht genug eingefahren zu haben. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja verschiedene Reifenfarben, ne? Wir können das erkennen. Blau ist Regen, oder? Ja. Regenreifen, ja. Dann ist er vielleicht auf den falschen Reifen unterwegs. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Reifen die besten Zeiten gefahren wurden, aber du meinst ja schon, dass du vermutest, dass das Slicks waren, denn mit Regenreifen wäre das nicht möglich gewesen. Ja, es ist schwierig, in 44 mit Regenreifen zu fahren. Ja. Jetzt hier der zweite Sektor, 5 Sekunden Rückstand. Ah, das war gar nichts. Ja. Gucken also wir glaube, weiter. Der Thomas Meyer hat die Gunst der Stunde genutzt und ja, das kann auf jeden Fall so sein, dass der Regen zugenommen hat, dass es am Anfang noch trockener war. Das würde natürlich bedeuten, dass jetzt eigentlich schon alles reingemeißelt wäre. Hoffen wir es mal nicht. Also es tröpfelt, wir sehen, dass es regnet, das können wir ganz gut noch erkennen. Ja, dann ist die Entscheidung tatsächlich schon am Anfang gefallen. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Am besten sehen wir das, wenn Thomas Meyer selbst mal auf eine Runde geht, aber die Zwischenzeiten sagen nichts Gutes. 2,4 Sekunden auch an der Spitze, Peter Grau zum Beispiel, erster Sektor, jetzt 6,2, also das sieht doch vermutlich sogar danach aus, dass ja, der Regen zugenommen hat und jetzt schnellere Zeiten unmöglich geworden sind. Thomas Meyer versucht es aber nochmal auf trockenen Reifen, haben wir gerade schön an der roten Markierung gesehen. Mal gucken, was er ja, hier auf die Beine stellen kann. Er war ja gerade noch bei uns und so begeistert war er vom Reden nicht, ne Gunnar? Na, wie gesagt, die ganzen Piranha-Jungs, die haben die Woche trainiert, alles schön auf trocken. Ja, und heute kam der Regen, völlig überrascht. Ja, vielleicht haben sie ja doch noch den Stein der Weisen gerade gefunden. Ja, wird man sehen, aber ich glaube eher, das war dann die eine Runde, die halt auch gesessen hat, mit trocken, mit besten Streckenbedingungen. Ja, und es scheint auch so, als guck, wenn die Zeit läuft durch, 2,9 Sekunden. Das schaut wirklich so aus, als wäre das schon vorbei. Also die einzige Möglichkeit sehe ich, dass es jetzt wirklich sofort aufhört und die Strecke nochmal ein bisschen trocken gefahren wird. Aber auch das ist, glaube ich, nicht mehr so wahrscheinlich. Da hat er auch gerade ein paar Probleme. Werden wir sehen, wir haben noch 8 Minuten. Mal schauen. Ja, ich gucke auch schon auf den Zeitmonitor, ob wir hier irgendwo grüne Zeiten haben. Höchstens Christian Bug. Ja, aber nee, 7,3 Sekunden, das ist vorbei. Tatsächlich die hinteren Fahrzeuge. Ich habe ja gerade ein bisschen angedeutet vorhin vor ein paar Minuten, dass wirklich das Feld so ein bisschen zweigeteilt war. Die erste Hälfte war früh draußen, die andere Hälfte etwas später und da sieht man sofort die Quittung. Alle die dann später draußen waren, haben hier Zeitabstände von, ja, tatsächlich schon 6, 7, 8 Sekunden. Also das war's wohl. Da musste man heute wirklich sehr schnell gewesen sein, um hier was zu erreichen. Christian Buch jetzt 6 Sekunden, das ist noch im Rahmen, sage ich mal. Wenn er das halten könnte, würde er noch unter die Top 10 kommen, aber ich glaube da nicht dran. Die Strecke ist wirklich viel zu nass geworden jetzt. Boah, da kam ein kleiner Drift, wenn ich es richtig gesehen habe. Also, das sieht wirklich nicht mehr gut aus. Was sagt Sektor 2? Ja, nee. Da siehst du schon, wie lange die Uhr durchläuft. 6 Sekunden, nee. Das kannst du vergessen. Da können wir jetzt mal ein bisschen durchs Feld schalten. Vielleicht auch mal die Fahrer zeigen, die wir nicht so oft im Bild haben sonst. Wir haben natürlich auch so ein paar Leute, die haben jetzt schön profitieren können. Zum Beispiel haben wir Siegfried Büchner auf genau. Platz 3. Der schon mal. Der steht jetzt auch in der Box, weil ich denke, der wird sich sagen, so, geschafft, jetzt kann ich mich ausruhen und schon mal seelisch auf diese gute Ausgangsposition vorbereiten, denn das ist ja neu für ihn. Wen ich gerade auch noch auf dem Schirm hatte, das schalten wir jetzt hin, ist der
Moritz Bredemann. Auch sehr gut. Auch für Steppo Sim Racing. Ja, genau. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, in den Trainingszeiten ist er eine Position hinter Siegfried Büchner gewesen auf Position 18. Jetzt ist er auf Position 6 und Siegfried Büchner auf 3. Also die haben jetzt richtig schön profitieren können. Die werden sich freuen und ich denke mal, die sind sau aufgeregt auf das Rennen gleich. Ja, auch Henning Wollert auf 13. Ja, das ist eine Überraschung. Der hat das ein bisschen verpennt, definitiv. Ja gut, es ist ein Glücksspiel. Ne? Am Anfang war es feucht, ich hätte auch abtrocknen können. Ist ein bisschen Gamble. Ne? Ja. Aber scheint ein interessantes Rennen zu werden. Auch. Auch Christian Buch auf 11, der Sieger vom letzten Rennen in Italien. Ziemlich viele schnelle Jungs hinten. Können uns bestimmt auch ein spannendes Rennen einstellen. Obwohl es hier in Ungarn wirklich schwierig ist zum Überholen. Da gibt es nicht viele Überholenstellen. Ja, das ist natürlich ein Problem hier in Ungarn, aber ich denke mal, gerade durch den Regen könnte das sich ein bisschen ändern, denn da gibt es natürlich dann auch mehr Fehler und mehr Situationen, wo man profitieren kann. Im Trocknen, du sagst es, da wäre es schwierig geworden, also hier ist das Qualifying noch wichtiger, sehr wichtig, das kann man ja mit Monaco noch nicht gleichsetzen, aber das geht schon in die gleiche Richtung. Wir sehen, dass die Strecke ist sehr schmal und vor allem es gibt halt außer Start-Ziel keine richtige lange Gerade, wo man wirklich leicht überholen kann und selbst da ist es schwierig. Da können wir uns schon auf interessante Angriffe freuen und ich denke auch den einen oder anderen Überraschungsangriff. Schön aufgefahren. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die ganze Zeit nass sein wird. Es wird wechselhaft werden, so ist zumindest die Vorhersage. Wir werden vielleicht auch mal ein paar trockene Abschnitte im Rennen haben. Ja, werden wir sehen. Vielleicht starten wir auch einen trockenen. Wir wissen es auch nicht. Mal sehen. Das sehen wir gleich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt gerade in der Situation können wir das, glaube ich, mal ganz schön nochmal thematisieren. So, einen Moment. Ich muss mich nochmal kurz, glaube ich, um den Ton kümmern. Genau. Ich muss dich nochmal kurz ein bisschen lauter machen, Gunnar. Und ich hoffe, dann ist das mit dem Ton besser. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Wäre super, wenn ihr uns weiter Feedback gibt. Ich habe das nämlich im Chat gelesen, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Wenn ihr Fragen habt, dann ab damit in den Chat hier neben dem Livestream. Wir werden das immer wieder einbinden und einen Blick drauf werfen. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt uns da könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, wir sehen das gut. Der Ruhmdenker wirklich hier immer schön am Driften. Ne? Also das ist wirklich eine Herausforderung gerade für die Fahrer. Wir haben auch Gelb in Sektor 1. Vielleicht finde ich ja noch denjenigen, der hier steht. Das könnte Bernd Giel sein. Wobei, er fährt jetzt auch wieder. Jetzt auch keinen auf der Streckenkarte, der steht. Ah doch, Michael Beuster. Das ist aber auf Startziel noch. Ah ne, der hat dann sich in der Boxenausfahrt gedreht? Ne, der hat gewartet. Kannst du erklären, was er da gemacht hat? Startübung sieht auch anders aus. Also irgendwas hat da nicht funktioniert mit der Technik, denke ich mal. Aber jetzt fährt er wieder. Aber ist eh nicht mehr so wichtig, denn wir haben es ja jetzt schon oft genug gesagt. Ich denke, da ist nichts mehr drin auf der Strecke. Es sind zwar jetzt wieder mehrere Autos auf der Strecke, aber ich glaube, ja, das ist vorbei. Da kommt nichts mehr. Wie man so schön sagt, der Drops ist gelutscht, würde ich sagen. Da kommt jetzt nichts mehr.
Obwohl, da hinten wird es ein bisschen heller. Guck mal, der Himmel wird hell. Es hat doch aufgehört zu regnen, aber ich glaube leider 3-4 Minuten zu spät, denn da kommt nichts mehr. Oder Gunnar, glaubst du dann, dass da noch was kommen kann? Das ist schwierig. Die Strecke braucht doch eine gewisse Zeit, ehe sich eine trockene Fahrspur ergibt. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Mit den Top-Zeiten. Ja, 30 Sekunden noch auf Uhr, also es ist keine Zeit mehr für eine schnelle Runde. Höchst jetzt noch die Runde, die anfängt. Ich glaube, da könnte... Ja, wen haben wir hier gerade im Bild? Das ist Michael Beuster, der hat noch ein paar, aber der hört jetzt auch auf. Oh, da haben wir das erste Problem hier an dem Abend beim Danny Schubert, nämlich bei dem ist leider gerade das Spiel abgestürzt, also kapitaler Motorschaden, wie man das jetzt Motorsportsprache umsetzen würde, also das Qualifying ist für ihn beendet. Ich weiß nicht, ob er noch eine Runde fahren konnte, denn das werden wir dann gleich sehen, ob er noch eine hatte. Der Server speichert das ja in manchen Fällen, dann hätte er vielleicht noch was auf dem Kasten gehabt, aber ich denke nicht. So, was macht Thomas Meyer? Wir sehen hier, es ist eine kleine Spur, glaube ich, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Die Zwischenzeit, nee. Thomas Meyer hat ja eh schon die Pole und der Einzige, der noch unterwegs ist, das ist Ali Amann und auch der hat schon 6 Sekunden Rückstand gehabt im zweiten Sektor. Das war's. Das Qualifying kann man eigentlich schon für beendet erklären. Mal gucken, ob er die Runde überhaupt noch beendet. Ne, er fährt auch an die Box. Also, das war's also. Ja, Thomas Meyer nimmt die Ausfallrunde noch mit. Vielleicht auch noch, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Denn, ja, du hast es gerade so schön noch gesagt, die Fahrer haben wirklich null Erfahrungswert im Regen. Und das riecht so ein bisschen nach Chaos, sage ich mal. Das letzte Mal, dass wir Regen hatten, beim ersten Saisonlauf in Sao Paulo, das war ja keine schöne Erfahrung. Da kannst du dich ja sicherlich auch noch dran erinnern. Ja, es gab leider einen kleinen Massencrash. Ja, die Starts im Regen sind nochmal interessanter. Ja. Kann doch zu Chaos führen. Ne? Man wird sehen, genau. Vielleicht haben wir auch gleich einen trockenen Start. Mal schauen. Ja, gucken wir. Wir gehen noch einmal kurz die Reihenfolge durch, würde ich sagen. Also, Thomas Meyer hat sich die Pole gesichert mit, ja doch, 1,8 Sekunden Vorsprung. Da hat er sicherlich auch ein bisschen vom Glück profitieren können. Peter Grau auf 2, Überraschung, Achtung, auf Platz 3 Siegfried Büchner. Michael Beuster auf 4, Platz 5 Patrick Wolf. Moritz Bredemann, auch er konnte sehr gut profitieren von dem Regen, auf 6. 7 Ruben Denker, 8 Bernd Giel, 9 Marcello Tocco, 10 Simon Semmler, 11 Christian Bug, 12 Ali Amann, 13 Henning Wollert. Christian Buch zusammen, auf jeden Fall, das sind die Verlierer vom Qualifying, ganz hinten, die müssen sich gleich durcharbeiten, das verspricht Action. Platz 14 Fabian Jungblut, 15 Manuel Heilfahrt, 16 Mario Reich und 17 Michael Ahrens. Das sind also alle und da geht's auch weiter ins Rennen, beziehungsweise ins Warm-up, das steht jetzt noch kurz auf dem Programm. Und ja, es regnet weiterhin, also der Himmel ist jetzt eher sogar grauer geworden, also sieht schlecht aus mit trockenen Bedingungen, denke ich. Aber wir freuen uns, das verspricht Spannung. Da gehen auch die ersten schon auf die Strecke. So. Und jetzt in der Zeit, wo wir noch mal kurz die Warm-Up-Pause haben, machen wir jetzt mal nicht ganz Pause, denn wir haben ja heute so spät angefangen, dann füttern wir das jetzt noch mal kurz mit Informationen. Wir haben nämlich natürlich noch die Fahrerwertung für euch aufbereitet. Nach den ersten beiden Rennen, also nach Sao Paulo und Imola. Christian Buch auf Platz 1 im Moment, BLR Motorsport. Platz 2, Danny Schubert, der ja gerade rausgeflogen ist.
Ich denke, der wird jetzt gleich wiederkommen. Mal gucken, von wo er starten muss. Platz 3 Thomas Meyer, der Pole-Setter. Platz 4 Ruben Denker. Platz 5 Bernd Gehl. Platz 6 Manuel Hallfahrt. Platz 7 Patrick Wolf. Damit Ali Amann. 9. Siegfried Büchner und 10. Michael Beuster. Das sind die Top 10. Also im Mittelfeld ist es sehr eng. Vorne schon konnte sich Christian Buck ein bisschen absetzen. Das sind natürlich nur 4 Punkte auf Dani Schubert, aber dann ist es doch schon eine größere Lücke. 13 Punkte Vorsprung auf Thomas Meyer. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Es sind ja erst 2 Rennen gefahren. Da wartet noch sehr viel auf uns. Gut. Ja, das können wir auch nochmal kurz ansprechen. In 3 Wochen, nicht 2 Wochen, sondern 3 Wochen, da gibt es eine kleine Überschneidung, denke ich. Da wurde das nochmal um eine Woche nach hinten verschoben. Steht dann, ja, Oschersleben auf dem Plan, die deutsche Strecke, die ja jetzt gerade letzte Woche für die Testfahrten schon benutzt wurde für die GT Masters. Da steigt ja bald die Saisonpremiere. Und ja, danach geht's weiter zum Eifelring, Sandford, Abu Dhabi und so weiter. Also das Ganze geht bis zum 2.8.2015, also noch ein bisschen weniger als... Doch, ganze 4 Monate. Da können wir uns noch eine schöne Saison freuen. Gut. Jetzt machen wir aber nochmal für die restlichen 2,5 Minuten Pause und melden uns dann gleich wieder, wenn es losgeht. Bleibt dran und ja, holt euch nochmal was für das Rennen. Einen kleinen Snack und dann geht's gleich los. Also, bis gleich. Sei buono.
So, wir sind wieder zurück und... Ne, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt sind wir wieder zurück. Und es regnet. Es regnet, Gunnar. Ja. wir wissen jetzt nicht, ob es schon länger geregnet hat. Wir wissen auch nicht, wie nass die Strecke ist. Es tröpfelt auf jeden Fall. Grau aus auch. Also ja, wir sehen das gleich, wenn der erste Fahrer auf die Strecke geht, wie viel Gischt dann tatsächlich da ist. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Da kommt der erste, okay, der traut sich noch nicht ganz raus. Ja, die Fahrer haben ja ein bisschen Zeit. Sie müssen, also nach 30 Sekunden geht die Boxenausfahrtsampel auf grün und dann haben die Fahrer halt circa 2,5 Minuten Zeit, um aus der Box zu fahren und dann weitere 2,5 Minuten, um in ihre Startbox zu fahren. Also von daher ist es schon, ja, Christian, ja, deine Eile angesagt. Ne? Ja, Christian Buke da als erstes raus. Ja, ich würde sagen, das sind so Mischverhältnisse. Also es ist nicht sehr viel Gischt, aber ich glaube, das ist gerade die Stelle, wo man zwischen den Trocken- und den Regenreifen wählen könnte. Und das ist eigentlich genau das gleiche wie in Sao Paulo. Und da wissen wir, was passiert ist. Da gab es die Massenkarambolage, weil da viele meinten, wir starten mal auf den Trockenreifen. Also ich glaube, der Christian, der ist mit Sicherheit der ist Regen. Auf der ist Regen. Regen. Was machen die anderen Fahrer? Gucken wir mal durch, da wird bestimmt jemand sein, der mal es ausprobiert. Sieg Büchner vielleicht? Na, ist auch blau. Michael Beuster? Ich glaube, sie starten alle auf Regenreifen. Doch zu nass. Auch blau. Auch Simon Semmler sagt sich... Jetzt erstmal auf blau, ich denke die meisten sind wahrscheinlich zuerst mit Intermediates raus oder Regenreifen natürlich jetzt in dem Fall und gucken dann danach vielleicht mal, ob es geht mit Slicks, aber die Tendenz geht zu den Regenreifen, du hast es gerade schon gesagt, das macht Mario Reich, der fährt langsam, aber auch auf blau. Ich glaube, dafür ist es auch einfach zu dunkel momentan. Ja, sagst es. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt aufhört zu regnen, ist nicht sehr hoch und deshalb glaube ich, ist es ganz, die Fahrer ganz gut beraten, wenn sie erstmal auf Regenreifen losfahren. Höchstens Danny Schubert zum Beispiel, bei dem könnte ich mir das vorstellen, der muss ja was machen von ganz hinten. Dem würde ich zutrauen, dass er gambelt, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ich liebe diesen Ausdruck aus dem amerikanischen Motorsport. Vorhin gab es ja noch NASCAR oder besser heute Nacht. Ich habe es mir schön in der Aufzeichnung angeguckt. Ich hab's mir live angeguckt. Das ging nahtlos über in Formel 1 und bei der Hälfte des Formel 1 Rennens bin ich dann eingeschlafen. Ja, ja gut. Da kann man es dann ja auch, sag ich mal, so Galopp. Ja, das ist natürlich schon hart. Ich habe das auch gestern im Programm schön gesehen. Ja, eigentlich hätte man ja von 1 Uhr bis 10 Uhr nonstop Racing sehen können, aber das hätte ich eh nicht geschafft. Da habe ich mir gleich gesagt, nee, das zeichnest du dir schön alles auf und guckst es dir dann an. Oh, wir haben eine Disqualifikation. Was ist denn da passiert? Manuel Hallfahrt, 15, ist disqualifiziert. Wie kann das denn passieren? Also es kann sein, dass er zu spät aus der Box gefahren ist. Wird dann DS... Ach, dann ist er aber rot gefahren, meinst du? Ja. Also wie gesagt, die Fahrer nach... Ja. Guck, die Ampel ist rot. Oh Mann, jetzt darf er gar nicht starten, oder was ist jetzt? Nein, er muss aus... er hätte warten müssen und hätte dann aus der Box starten können. In diesem Fall, der Fall ist mir selbst noch nicht vorgekommen. Ich weiß nicht, was es für Auswirkungen hat, aber wenn die Q steht, dann darf er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht am Rennen teilnehmen, ja? Schade. Da haben wir dann also jetzt schon den ersten Ausfall. Das ist natürlich doof. Ja, wir können uns ja mal den Weg angucken zur ersten Kurve. Der ist lang, wie wir sehen können. Er ist sehr lang. Das kann man auf jeden Fall definitiv an der Strecke sagen. Das ist, glaube ich, mit sogar die längste Gerade in der Formel 1 generell beim Start. Mal gucken, ob es da gleich ein paar Überholmanöver gibt. Also wir haben Thomas Meyer auf 1. Dahinter haben wir dann Peter Grau, der heute sein Debüt feiert, wenn ich mich nicht irre, ne? Da gab es ja dann immer einen Ersatzstart bei Frühwald Motorsport.
Ersten, ja, der Peter Kauber verhindert und dann hat Marius Bert den Lenkrad gegriffen, hat auch ein Rennen gewonnen, direkt das Erste. Ja, hat er trotzdem schöne Punkte fürs Team eingefahren, für Marius. Ja, dahinter haben wir dann Siegfried Büchner, einer der Überraschungen. Michael Beuster auf 4, 5 Trick Wolf, 6 Redemann, die zweite Überraschung, den Denker auf 7, 8 Giel, 9 Toko, 10 Semmler, 11 Bug, 12 Amann, 13 Wollert, 14 Jungblut, 15 Heilfahrt, aber das ist natürlich, wollte gerade schon sagen, Trockenreifen, aber der ist ja leider nicht rausgekommen. Reich 16, 17 Ahrens, 18 Schubert und das waren alle und damit können wir jetzt auch ganz offiziell sagen, alle Fahrer gehen mit den Regenreifen ins Rennen. Ja, zum Start. Die Autos haben ja alle eine Launch Control oder Startautomatik. Und je nach Übersetzung des ersten Gangs ja, wird der Start mehr oder weniger bestimmt. Ich meine, mit Startautomatik starten sollte jetzt nicht so das Problem sein. Aber es kommt halt auch immer auf die Übersetzung an vom ersten Gang. Und daher ist es schon etwas, eine kleine Erleichterung, mit Startautomatik zu starten. Ja. Die sollten wenigstens alle anständig wegkommen und dann mal schauen. Ne? Der Weg ist weit, wir haben das gesagt. Also ja. Es gibt das Chaos, aber gucken wir mal. So schnelle Kurven, so eine schnelle Kurve zu Anfang wie in Sao Paulo haben wir hier nicht. Wir haben eine sehr langsame Kurve. Also, wir können mit Spannung jetzt darauf warten. Mir doch nach einer sehr zügigen Aufwärmrunde aus. Ja, du sagst es, es geht ziemlich schnell. Thomas Meyer darf das ja als erster bestimmen, wie schnell es gehen soll. Natürlich die Reifen aufwärmen bei Regenreifen. Also sie brauchen nochmal ein anderes Thema. Also sie brauchen nicht ganz so viel Temperatur, also wenn man mal so 45, 50 Grad drin hat, was teilweise schon schwer ist, sollte das reichen. Das aber schon schwer in der Einführungsrunde die zu erreichen. Überhaupt, weil sie auch so lange noch am Start standen, sind die eher ausgekühlt, Luftdruck ist runter. So, und da sind sie. Jetzt nochmal ein bisschen die Reifen aufwärmen, ein paar Mal die Reifen durchdrehen lassen vielleicht. Und dann geht's gleich los. Also, Spannung ist groß und wir haben hier eine richtig doofe Kamera mal wieder, also wir sehen nur Thomas Meyer, da werden wir jetzt mal ein bisschen was ändern noch. Und Thomas Meyer jetzt mal nicht so ins Bild bringen. Das sehen wir gleich, wie er startet. Wir bleiben erstmal so, damit wir wirklich viele Fahrer sehen. So, die Ampeln gehen an. Und Saisonlauf Nummer 3 ist gestartet. Vorne kommen, denke ich, alle ganz gut weg. Es gibt wenig durchdrehende Reifen, hätte man denken können in dem Regen. Und jetzt geht's in Richtung erste Kurve. So, Vorsicht, Anker werfen, kommen da alle ganz gut durch. Es sieht mir danach aus. Ja, wir haben keine gelbe Flagge, alles grün, es ist alles glatt gegangen. Vorne Thomas Meyer und Siegfried Büchner konnte gleich mal auf Platz 2 nach vorne kommen. Nicht schlecht. Also da ging es nochmal weiter nach vorne. Richtig, ja, gut. Siegfried hat einen guten Start gehabt. Konnte dann doch den Peter Grau überholen. Daniel Schubert mit einer Penalty, der ist vielleicht zu früh losgefahren, Frühstartalarm vielleicht? Ja, sieht so aus. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, Vorsicht, Thomas Meyer schon in einem kleinen Drift. Aber kann sich schon ganz gut absetzen. Dahinter ist es eng. Vor der Schikane kann man mal den einen oder anderen Angriff starten. Danny Schubert, nee, das ist sein Teamkollege gewesen, Ali Amann. Ja. Wollte da auch einen Angriff starten. Da gab es, glaube ich, auch das kleine Berührung. Darum gab es da jetzt auch kleinere Lücke davor. Aber alles gut gegangen. Immer noch alle mit dabei. Fabian Jungblut konnte jetzt wohl... Nee, doch, Fabian Jungblut, der hatte irgendwas. Da gab es wohl einen Unfall. Dreht sich, aber von alleine. Also, das war sein eigener Fehler. So, schnell wieder nach vorne. Ah ja, kann sich schon absetzen und Büchner wirklich sehr gut dabei. Also, Hut ab.
nicht, wirklich nicht schlecht. Also mal gucken, ob er das halten kann. Von hinten kommt Peter Grau und ich denke mal, der wird dem Siegfried ordentlich Feuer unter dem Hintern machen im Laufe des Rennens. Dann auch Peter Wolf, auch ein ganz guter Fahrer. Michael Beuster 5, 6 Denker, 7 Giel und Bredemann 8. Also der hat auch nicht so viel verloren, aber da greift schon Henning Wollert an. Davon konnte man ja auch ausgehen. Das ist natürlich der um einige schnellere Fahrer und da geht er auch vorbei. Der Aufholjagd geht weiter. Das war doch ein ganz guter Start. Ali Amann versucht direkt mitzuziehen. Jetzt innen. Oh ja, Vorsicht. Christian Bug auch direkt mit durchgeschlüpft. Gruppe hier, das riecht nach Action auf jeden Fall. Dahinter haben wir auch ein kleines Grüppchen hier mit Toko zum Beispiel und Reich. Jungblut konnte schon wieder ranfahren und Schubert hat schon seine Strafe abgesessen, hat jetzt aber natürlich logischerweise einen ziemlich großen Abstand. Meier vorne, da fährt gut, aber das ist ja unfassbar. Büchner kann mithalten, ne? Damit hättest du jetzt aber auch nicht gerechnet, oder? Nein, ich auch nicht, ja. Anscheinend hat er doch das goldene Set gefunden, womit er super zurechtkommt. Ja, ich sag's nochmal, Training, Platz 17 mit sage und schreibe 2,6 Sekunden Rückstand auf die beste Zeit von Thomas Meier. Also das ist jetzt wirklich mal richtig gut. Und von hinten, Peter Grau, also von Angriff, sehe ich da noch nicht so viel. Da muss er sich verteidigen gegenüber von Wolf. Also mir scheint das so, als wäre jetzt das Stündchen geschlagen für die ja etwas echteren, sage ich mal. Soll jetzt nichts Blödes sein, also soll nicht böse gemeint sein, aber für die normalerweise nicht ganz vorne mitfahren. Ja, wer halt von Anfang an vielleicht auch auf mehr Flügel sein Setup gebaut hat, der hat natürlich jetzt hier klare Vorteile. Die meisten versuchen ja doch immer so wenig wie möglich Flügel zu fahren. Manche Leute gehen halt tendenziell immer mehr Flügel und die sind natürlich hier jetzt doch klar im Vorteil. Ja, der Peter Grau muss sich wirklich verteidigen. Aber doch der sehr diszipliniert, dass die ganze Startphase und jetzt auch die ersten beiden Runden bei den schwierigen Bedingungen. Ja, nicht schlecht. Bleiben wir auch noch kurz hier. Also das ist doch spannend. Also da haben wir ganz, ganz enge Abstände hier. Ja, der einzig gute Moment zum Angreifen hier wäre jetzt Start-Ziel. Gucken wir mal. Vorne schiebt sich jetzt alles generell ein bisschen wieder weiter zusammen. Ja, ein bisschen im Windschatten, aber da ist er nicht nah genug dran. Also die Kurve davor, die ist jetzt nicht gerade einladend zum Überholen auf der dann nachfolgenden Geraden. Ja, Henning Wollert sagt mal von hinten ein bisschen Hallo mit seiner schnellsten Runde jetzt. Aber das ist doch noch ziemlich weit. Nach vorne ist jetzt auf Position 6. Ab von 13? 6. Ja, das ist klar. Das ging natürlich gut nach vorne schon, aber 6,2 Sekunden, das ist doch noch ziemlich viel. Ja, das ist ja noch lang. Noch 43 Runden. Kann auch viel passieren. Mal schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Ich meine auch, es wird wieder heller. Ja, du sagst es, wir gucken mal in den Himmel. Ja, guck, blauer Himmel. Die Strecke wird jetzt, denke ich, mal abtrocknen. Das wird spannend werden gleich. Mal gucken, wann die Zeit gekommen ist für die trockenen Reifen.
dann könnten wir wahrscheinlich mit diesem einen Stopp durchkommen. Da muss man aber natürlich auf die harten Reifen setzen. Und da sehen wir auch schon eine kleine Spur, guck mal. Also das geht jetzt ziemlich schnell und hier gibt es schon den, naja, Mini-Angriff, würde ich mal sagen. Angriff passt noch nicht ganz. Also ich denke, in so 3-4 Runden könnte man schon auf Slicks gehen, oder? Wie siehst du das? Du hast mehr Erfahrung mit diesem Wagen. Ja, da man auch schon eine Fahrspur sieht, wird es mit den 17 Fahrzeugen oder 18 nicht mehr lang dauern. Ich meine, jetzt sieht man es hier ganz klar, die helle Fahrlinie, Fahrspur. Wer weiß, ob es überhaupt noch 4 Runden geht, mal schauen. Aber hier ist doch noch ein bisschen Gischt, aber sie fahren auch ein bisschen aufs Nass für die Reifen dann schon zu kühlen. Ja. Oh, Angriff außen. Wolf wird ungeduldig, das merkt man. Wird natürlich auch ein bisschen aufgehalten. Vorne, Büchner und vor allem auch Meier, die können sich absetzen. Aber was ist denn das mit Büchner hier? Kann auf 2,2 Sekunden an Meier dranbleiben. Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich für mich die Überraschung des Rennens. Von hinten, guck mal, Wollert. Also die Aufholjagd geht weiter. Das ist ja richtig, richtig gut, was er hier zeigt. Das sind auch nur noch 5 Sekunden bis zur Spitze. Also ich glaube, mit Wollert müssen wir rechnen auf das ganze Rennen gesehen. Mal gucken, ob er weiter so durchs Feld gehen kann. Und das schiebt sich, finde ich, alles wieder ein bisschen weiter zusammen. Auch Denkab kann noch dranbleiben. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. Nicht, dass wir da was verpassen. Bug ist auch schon nach vorne gekommen. Aber die Pace scheint nicht so gut zu sein wie bei Wollert. Hier gegen Amann haben wir hier auch. Semmler auf 11. 12 Bredemann. Der ist doch schon weiter zurückgefallen. Also für den ging es doch schneller und weiter zurück wie Büchner. Und auch Schubert ist jetzt schon direkt dahinter, aber dass der wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen wird, damit war ja auch zu rechnen. Oh, Vorsicht, jetzt kommt er hier auf die nasse Spur und auf den Randstein, aber schön gemacht. Überholmanöver, ja. Passt. Eich auf 14. Mit dem könnte man auch ein bisschen weiter rechnen. Der kann vielleicht auch noch nach vorne kommen, wenn er nicht hier so welche Drifts hinlegt. Dann Ahrens gegen Jungblut, auch das ist eng. Aber ich denke, da wird auch Jungblut jetzt vorbeigehen, denn der hatte ja Probleme in der ersten Runde und den würde ich auch generell ein bisschen weiter vorne einordnen. Joko kommt dahinter noch, der war vorhin in dem Grüppchen, der hatte wohl einen Unfall. Haben wir leider nicht im Bild gehabt. Oh, und hier gibt es auch eine Berührung, aber beide bleiben auf der Strecke. Also hier ist auf jeden Fall Aggressivität drin. Oh, bei dem blinken die Hecklichter, das soll eigentlich auch nicht so sein, oder? Ja, das ist, wenn man als Zuschauer ist. Okay. Ist das vereinzelt? Ist das vereinzelt leider so, ja. Aber Henning Wollert wieder mit der schnellsten Runde im Feld. Jetzt gibt's hier den Angriff. Aber immer noch nicht vorbei. Also jetzt geht's vorbei, denn da gab's den Fehler von Ahrens. Ja, Toko hier jetzt im Bild, der hatte wohl einen Unfall. Aber es wird wieder etwas grauer. Ich glaube, es fängt auch wieder an zu regnen. Ja, du sagst es. Das ging jetzt aber doch wieder schneller. Wir gucken in den Himmel und sehen, ja, grau und grau. Jetzt gilt es halt, sich die Reifen nicht zu ruinieren. Reifen einteilen, du sagst es. Weil sie wahrscheinlich doch noch etwas draufbleiben müssen. Vielleicht noch ein bisschen jetzt im Nässeren fahren, also mal von der Ideallinie runtergehen auf den Geraden, um die Reifen zu kühlen, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Und hier ist es eng, diese Dreiergruppe, da gibt's Spannung. Gucken wir. Oh, da gibt es eine kleinere Berührung, aber nichts passiert. Und tatsächlich ist Rau jetzt auf 3 gewesen und von hinten kommt
gleich schon Wollert an. Da ist er nämlich. Also, Wollert wirklich mit einer richtig guten Aufholjagd. Denker kommt jetzt auch dran, weil die sich da so ein bisschen in die Haare kriegen vor ihm. Der ist jetzt so ein bisschen unser Kameramann. Und da vorne Wolf. Oh, da hinten waren die doch schon ein bisschen in der Ideallinie, glaube ich. Und da vorne Wolf und die sagen sich, ja, macht mal da hinten schön weiter, haltet uns bloß den Wollert vom Leib. Aber ich glaube, der Peter hat eben einen Fehler gemacht. Ich glaube, auch Henning vor Peter Grau. Ja. In dieser schnellen Linkskurve danach, darum gab es jetzt hier das Überholmanöver von, nee, das ist nicht Wollert, das ist doch Patrick Wolf, ja. Ja, und Siegfried Büchner fährt da vorne 1,6 Sekunden hinter Meier. Das ist ja unfassbar. Wir werden gleich auch nochmal ein kleines Interview da mit dem Teamchef, mit Eppo, also mit Stefan Ebert haben. Der wird gleich mal vorbeikommen. Dann können wir ihn ja mal befragen, was er zur Leistung sagt und ob er auch damit gerechnet hätte. Der Siegfried Büchner hat er es, wurde ja teamintern, hat er gewechselt, da Stefan in der DGTM nicht mehr fährt, beziehungsweise mit der R-Faktor 1 Simulation und ist halt nachgerückt. Das ist jetzt der neue Teamkollege von Marc Schulz, Team Steppo Simracing, Team Ost. Oh, und da gab es die Berührung! Und es hat Wolf erwischt. Hier. Oh, das war, sagen wir mal so, ziemlich die Schuld von Peter Grau. Ne, das war Wollert, glaube ich. Bei Henning Wollert, ja. Ja. Hat sich ein bisschen verbremst, ein bisschen sehr spät gebremst. Ja, passiert halt bei dem Wetter. Ja. Sind schon schwierige Bedingungen, ja. Und da ist er wieder auf Abwägen. Vielleicht gab es da auch. Da ist vielleicht auch was kaputt gegangen jetzt. Das sieht danach aus, oder? Ja, da ist irgendwas kaputt. Oh nein, schade. Ist das vielleicht ein Platten oder so? Denn ich sehe draußen am Auto keine großen Schäden. Ja, es sieht so aus, als wenn hinten rechts. Platten. Sieht man das hier mit dem blauen Auge sehen? Oh nein, das ist jetzt ganz schade, das kostet sehr viel Zeit. Bade! Und Büchner ist dran an Meier, was ist denn hier los? Und dahinter ist jetzt Wollert durch diesen Unfall noch hinter Denker gefallen. Er kürzt hier aber ziemlich viel ab. Habe ich gerade schon die Runde davor auch schon gesehen. Dann sind gleich die beiden Freeride Motorsportwagen hintereinander und gehen dann auf die Jagd auf Siegfried Büchner. Wobei die Jagd, denke ich, dann eher von Henning Wollert geführt wird, wenn er denn jetzt hier mal vorbeikommt. Aber auch das ist, denke ich, nur eine Frage der Zeit. Oh ja, da hat er viel mehr Schwung mitnehmen können. War da weit draußen und ist jetzt schon vorbeigegangen. Ja, also auch hier Positionswechsel und gleich wird er das gleiche, denke ich, mit seinen Teamkollegen machen. So, wir gehen mal durchs Feld ein bisschen weiter. Haben wir denn hier hinten noch Duelle? Wenn nicht, bleiben wir an der Spitze. Das sieht ganz danach aus. Und Wolf, oh, immer noch ganz langsam. Ja, wo ist er denn jetzt gerade? Er ist auf jeden Fall ganz hinten und ist... Oder ist er noch? Der ist ja noch im Nirgendwo. Der ist ja jetzt gerade mal Sektor 3 anfangen. Oh Mann, schade. Sehr schade. So, hier... Oh, der fährt ja nur draußen, der Wollert. Also das finde ich jetzt aber auch grenzwertig. Da also muss ich, denke ich mal, die Rennleitung muss auch mal angucken im Nachhinein. Ja, so langsam muss er halt aufpassen, weil schon sehr oft, weil schon sehr oft in der Linie war. Es gibt ja so prozentual gestaffelt, dass wir dann Strafen vergeben im Rennen. Und ja, er sollte so langsam mal etwas aufpassen, ja. Ja. Aber ist klar, Henning von Startplatz 13, er will nach vorne und dann Visier runter und Pedal to the Metal. Ja, ich denke, hier wird es auch gleich eine kleinere Teamorder geben, weil ich denke mal, dass auch die beiden gut wissen, dass der Henning Wollert jetzt hier der schnellere von beiden ist. Genau, und wenn sie ja. halt... Oh, was machen die denn?
Hallo, ihr fahrt in einem Team. Ihr seid doch beide in einem Channel, doch beide verbunden auch. Also da ist aber Grau anderer Meinung. Also der sagt sich, nö, ich gebe jetzt mal nicht so einfach hier mal die Position ab. Aber ich denke, auf der Geraden könnte das jetzt schon in Überholvorgang geben. Ja, guck. Aber Grau macht die Tür zu. Ah, er hat ein bisschen eher gebremst. Ja. Ja, jetzt ist es passiert. Ja, ja, ist einfach die könntest du den Konter geben. Warte nochmal kurz. Nee, jetzt. Oder? Guck mal. Okay, jetzt ist es ausgestanden, denke ich, ja. Ja, ich glaube es. Aber kommt wieder weit raus. Also, das ist immer noch nicht ganz vorbei. Oh, jetzt macht aber hier Grau den Fehler und Denker ist dran. So, und wir gucken jetzt auch mal an die Spitze, denn guck dir das an, der ist dran. Und genau deshalb holen wir uns jetzt den Teamchef von Siegfried Büchner zu uns, nämlich Stefan Ebert. So, da ist er. Hallo Stefan. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja, was für eine Leistung von deinem Schützling hier, Siegfried Büchner auf 2 und der greift den Thomas Meyer an. Was sagst du denn dazu? Ja, ich bin absolut begeistert, was der Siggi hier zeigt. Ist ja jetzt auch schon seit über einem Jahr bei uns und hat im Junior-Team angefangen als Nachwuchsfahrer, sag ich mal, und hat sich jetzt in dem einen Jahr sehr, sehr gut gesteigert und ja, so langsam fängt er an, die Früchte der Arbeit zu ernten. Ja, wenn man jetzt mal jetzt nur auf die Tests zu diesem Rennen hier guckt. Ich habe das jetzt schon öfters gesagt. In den Hotlaps war er nur 15, nee, das warst du, Entschuldigung, wo haben wir ihn gehabt? 17 hatten wir ihn nur und das mit doch 2,6 Sekunden Rückstand. Das ist doch ordentlich was. Also das ist doch eine riesige Überraschung, dass er hier mit der Spitze mithalten kann, oder nicht? Da sind doch die Regen, die Witterungsverhältnisse jetzt auf jeden Fall ein Vorteil für ihn, oder? Also was das Training angeht, beziehungsweise die Hotlap-Liste, muss ich sagen, bei uns im Team gibt es eigentlich die eiserne Regel, dass nahezu nur mit Rennsetup getestet wird. Also wir arbeiten rein weg fürs Rennen. Rallye ist jetzt nicht so entscheidend, wobei bei der Strecke hier in Budapest doch schon etwas mehr als auf anderen Strecken, weil doch das Überholen relativ schwierig ist. Ja, aber er hat heute relativ zeitig, wo es Testen angefangen. Und ja, seit heute Mittag steht das Wetter für den heutigen Tag. Und ja, scheinbar hat es was gebracht, dass er sich da zeitig drauf eingestellt hat und hat vielleicht doch noch ein Regensetup erstellt, was ihn ja jetzt konkurrenzfähig macht auf jeden Fall. Jetzt 1,1 Sekunden hinter Thomas Meyer, da bin ich doch recht stolz drauf. Ja, das kannst du auf jeden Fall sein. Siggi hat leider in den vergangenen Rennen das kleine Manko gehabt, dass ihm teilweise doch die Konzentration im Rennen noch fehlt. Aber bisher macht er einen Top-Job. Ersten 10 Runden sind schon rum. Und ja, jetzt ist er direkt dran. Vielleicht kann er sogar jetzt demnächst schon nach der Führung greifen. Regen hat allerdings schon wieder aufgehört, so wie ich das sehe. Hab leider bloß den Stream, komme nicht auf den Server mehr drauf. Aber ja, auf der Ideallinie bildet sich langsam eine hellere Linie. Dann muss er die Chance jetzt nutzen, weil ich habe das Gefühl gehabt, als es vorhin kurz heller wurde, dass er da doch wieder ein bisschen abreisen muss. Ja, also aber gehen es auch beide hier auf die Regenlinie noch. Also jetzt ist noch Reifen schon angesagt. Also langsam haben wir gerade schon gesagt, könnte man auf jeden Fall auf hart gehen und dann durchfahren. Ja, du sagst es, da hinten wird es heller. Hast du schon ganz gut gesehen. Ja, wir haben das in Interlagos ja schon gut getestet, da hatten wir auch viele Mischbedingungen gehabt. Man kann doch relativ zeitig auf den Slick-Reifen wechseln. Man hat mit dem Git-Plugin die Möglichkeit, die Streckennässe zu sehen. Die Nässe auf der Ideallinie und neben der Ideallinie. Und ja, es funktioniert doch schon relativ zeitig auf den weichen Reifen zu wechseln. Der härtere braucht ein bisschen länger, ein bisschen weniger Nässe. Es wird aber wahrscheinlich nicht allzu intelligent sein, wenn man wechselt, auf den Soften zu wechseln.
Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Fahrer so lange wie möglich mit dem Regenreifen fahren, denn wie vorhin schon gesehen, könnte es ja auch gut wieder anfangen zu regnen. Ja, wobei es ist jetzt sehr hell, aber das war es vorhin auch schon. Ich würde jetzt an deren Stelle nochmal so 2 Runden abwarten und dann reingehen. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für deine kleine Expertise hier und dann wünsche ich dir und deinem Team noch viel Glück. Ja, dankeschön. Euch noch schönen Abend. Den Zuschauern auch gute Unterhaltung. Ja. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder voll auf das Rennen. Es ist wirklich heller geworden. Guck mal, die Sonne kommt sogar raus. Also, ich denke mal, die Ersten werden gleich hochkommen und an die Box gehen. Da haben wir auch schon den Ersten. Simon Semmler ist zurzeit an der Box. Aus der Spitzengruppe vielleicht auch schon jemand. Gucken wir. Das ist eng. Denker gegen Grau immer noch das Duell. Ich glaube, die warten noch 1-2 Runden ab. Eben hat sich auch binnen einer Runde wieder zugezogen. Die haben sich abgeholt. Was auf jeden Fall auffällt, Henning Roller diesen Ball auf das Führungszug auf. Er pro Runde doch 6 Zehntel schneller. Ja, definitiv. Das ist auch mein Favorit geworden jetzt im Laufe des Rennens. Also der brennt hier wirklich ein Feuerwerk ab. Oh, aufpassen! Da kommt er aber weit raus. Und von hinten kommt schon Bug jetzt dran. Auch der hat ja im Qualifying Pech gehabt und ist dadurch um einiges nach hinten gefallen. Er ist ja auch eigentlich immer einer an der Spitze und ja, deshalb führt er natürlich auch zur Zeit Meisterschaft an, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte. Ja, mit 2 Punkten, glaube genau. Ich. Genau. Ja. Vor Thomas Meyer, wenn ich das richtig erinnere. Da sehen wir es ganz kurz. Ja, Christian Bug, Danny Schubert, dann kommt Thomas Meyer. So, sie schnell wieder zurück. Nee, falsch. Ups, jetzt sind wir wieder richtig. Vorne an der Spitze hat jetzt Büchner wohl einen kleinen Fehler eingebaut. 2 Sekunden ist wieder der Abstand größer geworden. Und Wollert ist jetzt nur noch 2 Sekunden dahinter. Also das spitzt sich gleich zu. Aber solange bleiben wir nochmal hier, denn hier ist es wirklich schön spannend. Da wird uns hier Racing vom Feinsten geboten. Oh, und jetzt vielleicht. Stelle ist schlecht, aber hier geht's auf jeden Fall trotzdem irgendwie. Oh, Vorsicht. Ich sehe da schon den einen quer zur Strecke stehen. Und bleiben alle draußen. Ah, nee. Da sagt sich Peter Grau, haltet mal schön hier weiter. Ich setze jetzt auf Trockenreifen. In diesem Moment, guck hoch, wird der Himmel wieder grauer. Ob das nicht die falsche Entscheidung war, ich weiß es nicht. Guck mal, siehst du das? Da wird es grauer. Oh, das wird er sich, glaube ich, auch gerade sagen in dem Moment. Ja, aber je nachdem könnten die Regenreifen auch schon durch sein. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Oh, und Büchner macht noch einen Fehler. Der macht sich doch jetzt alles wieder kaputt. Schade. Und da kommt jetzt nämlich schon Wollert. Und eine Überrundung. Es müsste Wolf sein. Der ja diesen Unfall gefunden hatte. Und Giles ebenfalls an der Box. Aber ob das nicht zu viel gepokert war, ich weiß es nicht. Das kann jetzt ganz schnell gehen und dann stehen die da wie die Bescheuerten. Oh, da gibt's schon die ersten Beschwerden. Ja. Das ist vielleicht eine kleine Revanche. Weil Wolf wurde ja vorhin von Wollert gedreht. Also der macht nichts Platz. Das ist eine Überrundung. Er muss überholen, guck. Immer noch nicht. Ich glaube, da gibt es euch nochmal die Lichthupe. Jetzt. Das ist jetzt das hat er aber, wenn dann, sehr, sehr spät gewählt. Und es gibt doch auch blaue Flaggen, oder nicht? Ja, aber. Guck mal, der greift ja wieder an. Also, ich glaube, das ist jetzt hier mit Absicht. Ja, vielleicht will er doch eine Revanche. Der Aktion verhindern. Ihm auf jeden Fall nicht zu empfehlen, weil auf sowas gibt es natürlich drastische Strafen. Also das kann ich jetzt hier nicht so richtig verstehen. Ruben Denker ist der Nächste an der Box.
Guck mal, da macht er auch natürlich Fehler unter Druck. Also das ist jetzt gerade sehr spannend hier. Es riecht mir nach Stress auf jeden Fall, nach großem Stress. Und es hat noch nicht wieder angefangen zu regnen, also Leute rund um Denker zum Beispiel oder Graut, für die ist noch nichts verloren, also gucken wir mal. Aber auf jeden Fall die Zeit jetzt in diesem Moment ist auf jeden Fall für die Slicks, das sieht man ganz klar, die Gischt ist ganz weg. Aber die Frage ist halt, ob wieder was von oben kommt, ne? Und Büchner und Meier, die sind wieder enger beieinander und Bollard ist jetzt schon was dran, hat wieder abgekürzt. Also, langsam wird es wirklich geht eng. In Richtung Affe. Wenn wir nämlich schon in den Momenten, wo wir auf ihm drauf sind, so viel sehen, dann will ich nicht wissen, wie oft er das noch gemacht hat. Na gut, das ist nicht unsere Sache, da muss ich die Rennleitung dann drum kümmern. Gut, aber das scheint jetzt hier auch alles zu sein, denn von hinten Wolf, der kann jetzt nicht mehr dranbleiben. Aber das war doch schon, ich glaube, nicht die nette Art. Und da vorne gibt es den Angriff, aber das ist nur, weil Thomas Meier jetzt auch an die Box fährt. Ich wollte gerade schon sagen, aber da war trotzdem auch der Büchner schon auf gleicher Höhe. Und dahinter kommt Wolf auch wieder rein. Ape in Sektor 2. Wer steht denn da? Jetzt wieder grün. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht mehr auflösen. Also Bug auch an der Box. Oh, er nimmt hart. Nimmt hart. Ja, hätte ich auch genommen. Hätte ich jetzt aber auch genommen. Da können wir mal gucken, was der Peter Kraun für Reifen genommen hat, ob er auch harte genommen hat. Ja, warte, gucken wir sofort. Weich. Das ist schon aggressiver. Oh, jetzt wird's hier eng. Meier gegen einen Piranha-Fahrer. Denker, und fällt wieder zu regnen. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt könnte die Stunde von denen geschlagen haben, die noch nicht drin waren. Nämlich Büchner, Wollert und Bug. Oder ist ja unfassbar. Je nachdem wie nass es wird, die Weichen gehen schon extrem gut, wenn es nur feucht ist. Okay. Ja, vielleicht kommt auch jetzt die Stunde vom Godfather of Simracing, Peter Grau. Man wird es sehen. Also, das bleibt spannend. Und wir haben noch nicht mehr Rennhalbzeit. Also, da haben wir noch ordentlich was vor uns. So, dann bleibt erstmal draußen. Ich denke, bei denen sind alle strategischen Überlegungen erstmal wieder über den Haufen geworfen worden. Und erstmal wird da jetzt erstmal gesagt, wir warten erstmal. Also, noch nicht an der Box waren Büchner, Wollert, Bug und Bredemann. Oh, da hinten wurde es eng. Oh, schnell dahin wieder. Das ist Meier gegen Wolf. Und Wolf wurde doch überrundet. Ja, das kann jetzt aber auch ein richtiges Überrundungsmanöver gewesen sein. Nicht, dass der Grau da auch noch, der Wolf, Entschuldigung, auch noch an anderen Leuten seine Wut auslässt. Was macht der denn? Er greift an. Das ist ja unfassbar. Also, das muss man nicht verstehen. Und das ist Wolf, da bin ich mir sicher. Oh, Mario Reich ist draußen. Gucken wir da schnell. Vielleicht haben wir das ja noch drauf. Das sieht mir nach einem Unfall aus. Wobei, das scheint auch schon länger her zu sein. 10 Sekunden warte ich nochmal. Das können wir da nicht auflösen. Dafür können wir uns das hier weiterhin angucken. Also das ist ja unfassbar. Das ist nicht die feine Art. Da
Was natürlich interessant wäre, was der Patrick Wolf für Reifen drauf hat. Nicht, dass er vielleicht doch schneller kann wie der Thomas Meyer. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Gucken wir mal. Er hat nämlich Weich drauf, ja. Die weichen Reifen sind klar schneller. Moment! Du weißt ja nicht, wie doll der Regen noch wird. Im Gegensatz zu den harten, die der Thomas drauf hat. Ja, das war auch klar, aber natürlich dann hinten raus wird das eng werden für die. Nein, natürlich. Man sieht ja auch, die Fahrspur geht schon wieder weg. Ja. Man sieht das ja schon. Jetzt also das ist jetzt hier wirklich ja, Pokern und Glücksspiel vom Feinsten. Oh, und der geht wieder raus. Also das ist ein Duell, was es eigentlich gar nicht gibt. Will nicht wissen, was los ist, wenn es da eine Berührung gibt. Und dem Sigi seinem Auto, der geht aber auch gut. Er ist 1,1 Sekunden schneller gefahren wie der Henning Woller im letzten Umlauf. Bei vielen Nässe geht das Auto wirklich wie die Hölle. Das die Feuerwehr. Unglaublich. Ja. Hört mal hier hin, jetzt ist es nämlich eng. Beuys da gegen Giel. Gucken wir uns die Reifen an. Beuys da weich und Giel auch weich. Also da haben wir beides mal die gleichen Voraussetzungen. Oh, und jetzt greift er ja vor der Schikane an. Das geht meistens nicht gut aus, aber da haben wir zwei Fahrer, die doch fair sind und da passt das dann doch sehr gut. Ja, ich glaube, wir sprechen auch miteinander. Ist ja, sind ja beides Piranhas. Ja. Das sollte jetzt nicht so schnell zu Unfällen kommen. Hoffe ich mal. Danny Schubert, Bredemann, Amann, Semmler und Wolf. Das ist das hintere Feld und Wolf bleibt dran am Thomas Meyer. Oho, Lenkradarbeit vom Feinsten. Ja, ich glaube, langsam wird's eng für die Slickfahrer und die ersten drei, die sagen sich, ja, immer noch, wir bleiben erstmal draußen und Siegfried Büchner zeigt, dass das doch eine gute Idee ist, denn der ist gerade die absolut schnellste Runde gefahren in der letzten Runde und auch die beste Runde generell im Rennen. Also, oh, da steht Denker! Denker hat sich gedreht. Was ist da passiert? Eigenverschulden. Ja, da ist es zu nass gewesen und auch er hatte die weichen Reifen. Also das ist der erste, bei dem wir sehen, oh, jetzt wird's heftig. Was sagt die nächste Zeit von Büchner? Also das ist wirklich unfassbar, aber der ist jetzt natürlich auch auf den besten Reifen für die Bedingungen, aber die müssen ja abgefahren sein ohne Ende. Danny Schubert ist auch an der Box, also ich denke mal, da wird jetzt zurückgewechselt werden. So langsam lohnt es sich ja auch. Wenn es nicht sofort wieder aufhört zu regnen, dann lohnt sich das, denke ich auch. Denn man sieht ganz klar, letzte Runde, Siegfried Büchner 1,49 und die restlichen Fahrer 1,50, 1,52, 1,50, 53, 55, 2 Minuten. Das sind so die Zeiten von den Slickfahrern im Moment. Bollard läuft hier auf Amann bzw. Schubert auf. Ja, und Büchner vorne, 4 Sekunden Vorsprung auf Wollert. So, Meyer an der Box. Also, wir haben den ersten, der zurückwechselt. Oh, wir sind im Replay, fällt mir gerade auf. Und dahinter, Denker macht genau das gleiche. Okay, Denker hat sich gedreht. Vielleicht, die sind ja auch, wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, stehen in Verbindung, fahren im gleichen Team.
Und dann hat bestimmt der Denker durchgegeben, so, jetzt wird's gefährlich, Notstopp ist vielleicht ganz gut. Oyster auch an der Box? Ja, die wechseln jetzt alle auf Intermediates, das ist klar, müssen wir auch gar nicht gucken. Das macht ja sonst auch keinen Sinn. Und die ersten drei fahren weiterhin. Ah, die Zeiten gehen jetzt rapide hoch, auch die fahren jetzt nur noch 1,51, 52, 53. Also die Strecke wird nasser und nasser. Ja, und Meier, der hat sich verzockt jetzt, ne? Das ist jetzt mit das größte Opfer, sag ich mal, denn wir dürfen nicht vergessen, der hat ein Viertel des Rennens geführt. Oh, aufpassen. Da haben wir den nächsten neben der Strecke, Bernd Giel. Der ist nämlich noch auf Slicks. Er hat anscheinend nicht so das glückliche Händchen. Interlagos hat er sich auch verzockt. Ja, er hat da anscheinend nicht so das goldene Händchen für, was auch extrem schwierig ist, hopp oder top. Er ist das Risiko gegangen. Falsche Wahl, aber man sieht es ja, alle Piranhas sind auf Slicks gegangen. Und wir haben auf Platz 11 Michael Beuster, der hat sich eine Strafe eingefangen. Er war höchstwahrscheinlich zu schnell in der Box, genauso wie Simon Semmler. Also es wird jetzt sehr wahrscheinlich sein, dass die einfach, besonders jetzt auch wegen den nassen Bedingungen, vielleicht zu spät gebremst haben in der Boxeneinfahrt. Das passiert natürlich, aber das ist sehr bitter natürlich. Das ist das Schlimmste, weil das Unnötige sollte man doch versuchen zu verhindern. Und das kostet jetzt natürlich gleich um die 20 Sekunden. So, wir gucken an die Spitze und die Zeiten steigen jetzt rapide. 1,54 nur noch Büchner und das restliche Feld 2,15, 2,14 und wir haben den nächsten Boxenstopp, Bernd Giel, also es wird Zeit für die Regenreifen wieder. Peter Grau zum Beispiel, der ist jetzt auf Supersoften immer noch und fährt weiterhin. Also der ist noch nicht in die Box gefahren, aber guck mal, der Regen wird immer schlimmer. Ich denke, der wird jetzt auch reinkommen. Letzte Zeit war er einfach mal 6 Sekunden langsamer als sein Vordermann, als sein Teamkollege Henning Wollert. Und da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Michael Arendt sitzt auch an der Box, also jetzt ist wirklich Wechselzeit angesagt wieder. Auch wenn er 20 Sekunden verliert, die hat er ja in 4 Runden wieder reingefahren. Oh, und Siegfried Büchner an der Box. Der Führende kommt an die Box. Das sieht mir jetzt natürlich danach aus, dass er jetzt auf Intermediates geht. Das ist kein schlechter Schachzug, denke ich. Denn die Intermediates, die werden schon runtergefahren sein. Und jetzt natürlich, wenn es wieder nasser wird. Ich habe gerade Intermediates gesagt, ich meine natürlich Regenreifen. Ich bin natürlich immer noch so ein bisschen im Formel-1-Modus. Die Regenreifen, die sind jetzt natürlich auch nötig, denn... Oh, und da geht's gleich geradeaus. Oh, Vorsicht. Kein Einschlag. Ich habe schon gedacht, das geht bis in die Reifenstapel. Okay, weiter geht's auf jeden Fall. Es hat natürlich Zeit gekostet, wichtige Zeit. Aber, was ich gerade sagen wollte, jetzt natürlich, wo es wieder nasser wird, braucht man das Profil natürlich. Und die Reifen jetzt, kalt ist das Hauptproblem, denke ich gerade. Darum rutscht er gerade noch ein bisschen. Aber danach denke ich, dass die Zeiten runtergehen werden. Dann gucken wir mal, was Henning Wollert macht. Der wird dann bestimmt auch warten, dass er irgendwas sehen kann, wie schnell er fährt. Und dahinter, das ist natürlich ein Duell. Peter Grau dahinter. Auf den immer noch super weichen. Der bleibt immer noch draußen. Im Moment ist er auch der schnellere. Was mich auch ein bisschen wundert. Aber das wird wahrscheinlich an der Temperatur von den Reifen liegen, oder? Ja, ja, ich brauche schon. Zwei Wochen drauf. Temperaturen auf dem Reifen haben. Ja, das ist natürlich eine Schlüsselstelle. Das Rennen von Büchner, denn wenn er jetzt überholt wird, dann ist er womöglich gleich mit dem besseren Reifen hinter ihm und wird aufgehalten. Also jetzt geht es darum, ja, in allen Fällen vorne zu bleiben.
Aber da macht er den Fehler. Oh. Ich glaube, jetzt hat er sich gerettet. Wobei, da kam jetzt Grau gut raus. Na ne, jetzt muss er vom Gas gehen. Ich glaube, jetzt ist er durch. Gucken wir gleich, wie es beim Anbremsen ist, zur ersten Kurve. Ja. Wobei, der verbremst sich wieder. Nein, was macht er denn? Oh. Und jetzt kommt er trotzdem noch wieder vor ihm zurück. Aber jetzt, oh nein. Jetzt macht er den Fehler. Berührung meinst du? Ich meine, er ist noch ausgewichen. War aber auch mit Ansage. Sollte man nicht so rauffahren wieder. Doch, ja, hast recht. Ja, das war aber auch ein bisschen naiv, sag ich mal, da wieder so auf die Strecke zu fahren. Ja, das ist doof gelaufen. Ja, aber Rennen geht noch 24 Runden. Muss ich jetzt wieder sammeln, wieder Rhythmus finden und dann wieder angreifen. Ich meine, er hat die Regenreifen drauf. Es sieht zwar momentan, wie sieht's jetzt? Ah, immer noch grau. Aber man sieht hier schon wieder eine kleine Fahrspur. Ja, der Regen ist weniger geworden, glaube ich. Ja, du sagst es, eine Fahrspur wieder. Ah, vielleicht war es doch gar nicht so schlecht, dass auf den Slicks geblieben ist. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, das hat man auch klar sehen können. Fahrer wie Meier, der auf Hart war, der hatte größere Probleme. Also das kann jetzt wirklich das Rennen des Peter Grau werden. Allerdings hat er doch schon einen ziemlichen Rückstand. 27 Sekunden auf Bollard, seinen Teamkollegen. Dafür war die letzte Runde... Ne, die war schlecht. Aber dafür hat er die schnellste Runde bei sich. Die ist er wohl dann vorhin im Trockenen kurz gefahren. Also das ist tatsächlich ein Auf und Ab und Wollert und Bug, also die Spitze, weil zwischen denen liegt 10 Sekunden, die haben wirklich immer noch die Intermediate oder die Regenreifen vom Start drauf. Ja, Peter Grau auch im letzten Umlauf genauso schnell wie die Spitze, wie Bug und Wollert. Ja, mal schauen, ne? 27 Sekunden Vorsprung, ein Stopp. Ich denke 20 Sekunden. Ja, rum. Ja, die müssen eh nochmal kommen, denn das ist doch unmöglich, mit einem Satz Intermediate durchzufahren, besonders weil es ja zwischenzeitlich mal trocken war, oder? Also möglich ist es. Die Frage ist halt, wie schnell kann man, wie schnell ist man zum Schluss hinten raus noch, ne? Mhm. Natürlich, auch wenn Wollert jetzt pro Runde eine Sekunde langsamer fährt wie Grau, dann würde er zum Schluss immer noch vor ihm sein, ne? Und nochmal Infos bekommen, Mario Reich hat sich wohl gedreht und Thomas Meier, ja, die Reifen wollten sie sehen, aber das ist jetzt zu spät. Jetzt sind sie ja auf Intermediates. Anderes ist ja eigentlich nicht möglich. Ja, hinter Regenreifen hat. Und Bug an der Box. Also, jetzt gibt's hier die ersten Reaktionen. Und der holt sich Weiche! Jetzt wird aber gepokert hier. Jetzt wird pokert. Es hat glaube ich, sogar aufgehört zu regnen. Und er hat bestimmt gesehen, dass Grau gerade die schnellste Runde gefahren ist. Und das ist jetzt aber ein Poker. Also, mal gucken, ob das aufgeht. Oder kann es sein, dass der Siegfried Büchner auf Weich gegangen ist? Und deswegen so Probleme hatte? Ey, der ist auf Regen. Also das kann... Also das sehen wir. Guck mal, der Himmel wird wieder hell. Oh, also das könnte jetzt eine Fehlentscheidung bei Büchner gewesen sein. Aber vor ein paar Runden, als er das gemacht hat, haben wir natürlich gedacht, er hat alles richtig gemacht. Patrick Wolf an der Box. Und zum dritten Mal jetzt. Also Henning sollte diese Runde reinkommen, sonst wird es noch eng.
gegen Peter Grau. Ja, und schon wieder. So, ich schätze mal, das Endergebnis ist nicht final. So, der war mir jetzt viel zu oft draußen. Aber das der bleibt ich, draußen. Das wird sich die Rennleitung dann später angucken. Jetzt mal die Rundenzeiten miteinander vergleichen. Ja, die Frage ist, ob noch ein Regenschauer kommt. Wenn wir haben jetzt eigentlich immer gesehen, dass es hat geregnet, ist es hell geworden für zwei Runden und dann wurde es wieder dunkel und es hat wieder angefangen zu regnen. Ja. Was glaubst du, was passiert gleich? Es ist schwierig, es ist schwierig. Je nach wie viel, also wenn er mit einem vollen Tank losgefahren ist, kann er vom Sprit her durchfahren, kein Problem. Weil er doch im Regen nicht ganz so viel Sprit verbraucht wie im Rennen. Von den Reifen, ja, ist die Frage. Er hat noch 20 Sekunden Vorsprung, 21 Runden sind es noch. Schwierig. Grau macht pro Runde 3 Sekunden gut. Also, es ist die Frage, wenn es jetzt wieder regnet, dann könnte ein Boxenstopp nicht nötig sein, aber wenn es jetzt nicht mehr regnen sollte, dann ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn, dass er hier an die Box kommt. Man weiß es eben nicht. Aber wir haben gesehen, auch Peter Grau konnte gerade im Regen mit seinen weichen Reifen gut fahren, also ja, und wir haben wieder Boxenstopps. Meier ist schon wieder drin, ja, der muss jetzt natürlich wieder zurückwechseln. Ja. Ist er wieder auf hart? Was macht er denn? Warum geht er denn nicht auf Weiche? Frage. Denker ebenfalls, das ist eine Fehlentscheidung. Das ist eine lupenreine Fehlentscheidung. In 21 Runden werden ja wohl die Weichen halten, oder nicht? Ah, also man hat ja hier den Vorteil, da es noch nasse Stellen gibt auf der Strecke, man kann sie kühlen. Der nächste Piranha kommt und der macht alles richtig. Der geht auf die Weichen. Also 21 Runden ist schon noch lang. Und der Führende ist an der Box. Und es gibt Weiche. Also das hätte ich jetzt auch gemacht. Jetzt ist halt bloß die Frage, ob es jetzt wieder so kommt wie die ganze Zeit schon im Rennen, dass der Regen jetzt gleich wieder kommt. Aber wenn man die Reifen schon warm hat, dann geht das auch im Regen. Außer es kommt natürlich der richtig harte Regen. Aber so ist es ja nie gewesen. Führungswechsel, Peter Kraus vorbei. Oh, Siegfried und Christian Buger auch vorbei. Ja, und das war eng. Und, oh, da verleibt er sich doch schon wieder. Oh, Mann. Also, Büchner macht viel zu viel Fehler in Kurve 1. Ja gut, der Teamchef, der Stefan hat es ja vorhin angesprochen mit der Konzentration. Es ist doch unheimlich schwierig, auch wenn es nur eine Stunde ist, die Konzentration auch bei diesen schwierigen Bedingungen hochzuhalten. Ja, es kann natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen nachlässt oder einbricht, ne? Ja. Ja, das ist noch super eng, also das kann noch alles passieren. Von den ersten vier Fahrern können noch alle gewinnen und da bin ich mir sicher, dass noch alle gewinnen können, denn wir haben einen Wollert, der ist immer schnell, mit dem ist eigentlich zu rechnen. Wir haben einen Büchner, der wirklich ein überraschend gutes Rennen fährt. Wir haben einen Bug auf super weichen Reifen, wie eigentlich jetzt hier alle außer Büchner haben. Und wir haben noch einen Peter Grau, auch auf weichen Reifen, die aber auch sehr hart, sehr alt sind, genauso wie bei Bug. Also, ich sag mal, die besten Karten hat Wollert, das Rennen zu gewinnen, aber wer weiß, was jetzt noch kommt. Es ist wirklich noch alles möglich in diesen letzten 20 Runden. Ja, Christian Bug. Besonders, wenn man da fast an die Wand fährt, also das ist ja unfassbar. Christian Bug gerade im letzten Umlauf mit der schnellsten Runde, 44,6. 30 Sekunden schneller wie Peter Grau. Ja. Ja, Peter Grau. Bei denen sind die Reifen ja schon älter, wenn ich mich richtig erinnere. Und Grau ist, glaube ich, jetzt auch nicht der bessere Fahrer. Also von den Fahrern her würde ich jetzt hier definitiv Bug und Wollert als die besten Fahrer einsortieren. Bug zeigt es auch mit der schnellsten Runde hier. Kann das Wollert unterbieten? Nee, das ist ja noch seine Runde mit der dem Boxenstopp gewesen, von daher kann er das gar nicht unterbieten. Und was macht er denn? Das ist ja deine Stammlinie geworden. Oh, Siegfried Büchner. Schade. Also
Zu Grauen Bug kann ich, sie sind ja glaube ich noch nie zusammen gefahren, wir sind ja schon 24 Stunden Eifelring gefahren und der Peter ist schon brandschnell und letztes Jahr auch, Bug war im letzten Drittel der DGTM Seriensieger, ja, wie die zwei im Vergleich sind, kann ich nichts zu sagen, auf jeden Fall jeder für sich brandschnell. Mhm. Also nach diesen Fehlern und auch den Reifen vom Siegfried würde ich ihn jetzt mal doch aus der Siegerrechnung rausnehmen. Es sei denn, die Wolken werden jetzt in der nächsten Runde wieder grau und der Regen kommt zurück, aber... Es gibt einen Monsun. Ja, dann sieht es wieder anders aus. Dann ist Büchner natürlich derjenige, der noch hier was reißen kann, aber... Ich glaube da nicht so gerade dran. Guck mal, es ist wirklich... blauer Himmel. Und... Reifen die Wände jetzt nicht besser pro Runde. Der kühlt da jetzt hier auch schon, wie du siehst. Lassen wir uns überraschen. Und Henning Wollert auf dem Weg zur schnellsten Rennrunde. Ja, die Sektorzeiten sind sehr gut. Gucken wir mal das Feld. Vielleicht haben wir ja noch ein Duell im hinteren Teil des Feldes. Aber hier ist alles schon doch ein bisschen gesprengt. Das ist zwar ein Timo Ternes. Nee, doch nicht. Das ist Thomas Meyer wieder. Gegen Wolf, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Büchner! Ja, Büchner kommt. Also, damit ist es doch jetzt tatsächlich vorbei. Also, Büchner kann nicht mehr gewinnen. Er wird jetzt wahrscheinlich auf Superweich gehen, genau. Also auf die Weichen. Ich bin immer so noch im Formel 1 Modus. Superweich rot, Intermediate blau. Ja, also der können wir jetzt rausnehmen. Der wird spannend werden mit Thomas Meyer. Denn der wird jetzt da gleich... Von hinten kommt noch einer. Das ist Moritz Bredemann. Denn der kommt jetzt da in 8 Sekunden circa an. Also Meyer gegen Büchner, das wird noch ein Duell geben, denke ich. Wobei Meyer ja auf den Harten ist. Also er wird jetzt wahrscheinlich nicht so schnell sein, aber vielleicht am Ende des Rennens, wenn die Reifen abbauen. Müssen wir beobachten. So, wir gehen an die Spitze, denn da wird es jetzt, ja, spannender. Denn du kommst jetzt dran. Nur noch 1,3 Sekunden und... Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Ich sage, Bug gewinnt vor Wollert und Grau. Er ist ein guter Tipp, ja. Zeiten sind jetzt auch gerade in momentan der Reihenfolge. So aus, ja. Sind ja auch alle auf dem gleichen Reifen unterwegs. Also wenn es regnet, müssen die alle rein. Ich glaube, es ist jetzt überhaupt keiner mehr auf den Regenreifen im Feld. Gucken wir mal durch. Wieder auf der Rennstrecke unterwegs. Na doch, da haben wir noch einen. Das müsste... 82 Ali Amann, glaube ich. Ali Amann, ja. Ali Amann ist der Letzte. Ja. Das war Stanley Schubert. Ali Amann ist der hier. Gut, jetzt wird's aber eng. Hier sollte man nicht überholen, also... Ich denke mal Startziel. Oder es gibt Überraschungsangriff, das ist natürlich auch möglich. Ja. Und noch, also ist gut Zeit auf jeden Fall da. Das Einzige, warum er ein bisschen hinmachen sollte, ist, von hinten kommt halt Wollert. Und die beiden sind ja ungefähr gleich. Die letzte Runde war Wollert sogar schneller als Bug. Und Grau wird das natürlich jetzt versuchen, um seinem Teamkollegen noch mehr zu helfen. Also wir haben wirklich eine sehr spannende Situation an der Spitze. Ja, Bug muss vorbei. Na, Peter Grau auch klar mit den ältesten Reifen. Und Henning Wollert mit dem frischesten. So, ich denke, jetzt wird es den Angriff geben. Da ist beide halbwegs gleich gut rausgekommen. Jetzt gibt es den Windschatten. Jetzt sind wir beim Thema, ne? Ungarn überholen im Trockenen.
Schwierig, schwierig. Ja, und hier hat es jetzt auch nicht gereicht. Und Wollert kommt von hinten. Schnellste Runde wieder. Und da war er mal 2 Sekunden schneller als die beiden. Vielleicht hält Grau jetzt auch ein bisschen auf. Das kann natürlich sein. Ist ja auch legitim. Ja, ich glaube schon, dass er der Peter pusht. Aber seine Reifen sind bestimmt schon 20 Runden alt. Ja, das stimmt. Der war ja sehr früh. Der ist ja eigentlich mitten im Regen. Oder besser gesagt, ganz kurz vor dem letzten Regenschauer schon auf die Soften gegangen. Ja, es wird spannend. Also, hier ist noch lange nichts gegessen. Besonders zwischen Bug und Wollert sehe ich ein Duell. Ja, mal schauen, der Peter ist, glaube ich, ein zäher Hund, was die Sache mit dem Überholen angeht. Er kann sich, glaube ich, schon ganz schön breit machen. Man sieht es ja hier auch, immer sauber raus beschleunigen. Das reicht dann halt nicht auf der Geraden. Der Peter hat auch so viel Erfahrung. Ich glaube, der hat schon den Lenker gegriffen und haben noch an der Flasche genuckelt. Von daher, ich glaube, an Erfahrung soll es nicht hängen. Ja, und auch diese Runde geht nicht in Kurve 1. Das macht Grau doch gut, also der beschleunigt immer gut aus der letzten Kurve raus und lässt da keinen Platz für ein Überholmanöver. Meier ist übrigens schon an Büchner vorbeigegangen, also Büchner hat jetzt doch in der zweiten Hälfte stark nachgelassen. Aber Platz 5 sollte auch nicht sicher sein, denn Ruben Denker ist direkt dahinter. Aber wir bleiben jetzt hier an der Spitze, denn hier geht es um den Sieg, aber da gibt es auch ein spannendes Duell. Ja, und jetzt ist es doch sehr eng. Kommen noch Überrundungen dabei. Ja, das ist natürlich noch gefährlicher dann. Und Gelb in Sektor 1, irgendjemand hat sich wohl gedreht. Oh, Siegfried Büchner hat sich gedreht. Kurve 3. Aber wir bleiben jetzt hier, denn hier könnte es jetzt den Angriff geben. Sind beide, alle drei sind jetzt eng beieinander. Oh, und Wollert schon wieder, das ist ja unfassbar. Also es ist, jetzt gibt's den Angriff, Vorsicht. Ja, aber das reicht noch nicht. Oh, hier gab's einen Unfall. Haben sie aber Glück gehabt. Das waren, Ali Arman. Und noch jemand anderes. Oh, Bredemann auf Abwägen. Oh, Ali Arman und Wolf müsste das gewesen sein. Na, da dreht sich aber Ali Arman alleine. Und dann kommt noch Wolf, der kann dann aber nicht mehr ausweichen. Oh ja, oh, oh, da haben sie wirklich Glück gehabt. Die Straßensperre wurde dann gerade noch so aufgelöst. Ja, und vorne Grau konnte sich absetzen jetzt ein bisschen. Oh, und da gibt's jetzt den Angriff. Ach, denkst du. Jetzt wieder gut dran, also
Jetzt könnte es einen Angriff geben. Gucken wir. Wie ist er rausgekommen? Gut, das ist meistens gut rausgekommen. Oh, jetzt glaube ich, gibt es einen Angriff. Windschatten und jetzt innen. Wer bremst, verliert. Oh, und was für ein Manöver. Und er ist durch. Bug ist der neue Führende. Wobei, da könnte es noch den Konter geben. Ah. Und es gibt die Berührung. Und Wolf dreht sich. Nee, nicht Wolf. Grau. Tut mir leid. Eieiei. Jetzt muss er hier noch Fahrer vorbeilassen. Wobei, das sind Fahrer, die waren nicht in einer Runde. Oh, gucken wir uns das nochmal an. Wer ist da jetzt der Schuldige? Ja, ist schwierig. Die Tendenz geht in Richtung Bug, denn der hat da die Tür zugemacht. Wo soll er denn hin? Platz war innen da, in der Wagenbreite war Platz. Ja, ist schon ziemlich spitz reingefahren. Ich möchte nicht die Jury sein. Ja, das ist eine schwierige Stelle. Also, auch Grau scheint jetzt raus zu sein im Kampf um den Sieg. Jetzt gibt es die Entscheidung zwischen Bug und Wollert. Und Wollert wieder auf Abwägen. Ah, das war noch weiß okay. Nicht, ob er die Definition falsch verstanden hat. Vielleicht denkt er, dass die Teppiche mit dazugehören. Nein, ich glaube, du kennst ja das Dokument. Da ist ja alles mit Bildchen dargestellt. Von daher sollte es eigentlich glasklar sein. Ne? Ja, mal sehen. Da muss ich dann die Rennleitung später Gedanken drüber machen, wenn sie es sichtet. Mal sehen, wer jetzt schneller kann von den beiden. Na, Bug, 6 Hintel schneller im letzten Umlauf. Wobei er natürlich nicht vergessen darf, dass da Wollert natürlich auch ausweichen musste in der Kurve, wo es den Unfall gab. Ja. Du siehst das, Wollert kühlt schon ein bisschen die Reifen immer ab. Der war gerade schon wieder auf der auch nassen Linie. Büchner konnte sich übrigens gegen Denker durchsetzen, da gab es vielleicht einen Unfall mit Denker. Denn da gibt es jetzt einen Abstand von 5 Sekunden. Und Büchner ist auch schnell unterwegs. Im ersten Sektor absolut schnellste Zeit. Aber da geht nicht mehr viel nach vorne, denn Meier ist 15 Sekunden weg. Also das sieht mir nach einem gesicherten 5. Platz aus am Ende. Aber ich glaube, auf die Uhr. Aber immer noch, wenn er es ins Ziel bringt, immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Also, das wird ihn nach vorne spülen in der Meisterschaftswertung. Man muss aber auch definitiv nochmal in Erinnerung bringen, dass gut, Wollert wirklich hier der sehr eindrucksvoll durchgesetzt haben, denn man darf nicht vergessen, die kamen von ganz hinten beide. Denn im Qualifying hatten ja beide Pech gehabt etwas. Also besser gesagt, waren einfach nicht auf der Strecke, als es die guten Bedingungen gab. Ja, kamen ja von 11, Wollert von 13. Und jetzt kämpft sie um den Sieg. Huck im letzten Umlauf 2 Zehntel schneller. Ja, und der Abstand, der schmilzt nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Und wieder weit draußen. Ich möchte ihn mir jetzt nochmal angucken. Ich nehme mir mal ganz kurz die Zeit, weil das interessiert mich jetzt, ob der wirklich alles ausnutzt, was möglich ist, oder ob... Guck mal, der nutzt alles aus, was möglich ist. Ich denke, das sieht bloß immer so aus, weil ich bin mir sicher, Wollert ist ein Schlitzohr. Der holt wirklich alles raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bloß immer nur für uns so von außen so aussah. Der ist bestimmt immer noch mit 2 Reifen auf dem Randstein gewesen. Ah, das muss die Einleitung dann entscheiden. Auch hier. Der nimmt zwar den Teppich mit, aber der ist noch mit 2 Reifen auf dem Randstein und somit auf der Strecke.
Ja, Wollert ist ein Fuchs, da muss man keine Diskussion führen. Und der holt alles raus, was möglich ist. So, noch 11 Runden haben wir gleich. Ja, eine Sekunde. Ja, letzter Umlauf war Wollert wieder 2 Zehntel schneller. Das ist wieder wirklich ein Tauziehen mit Sieg und Grau kommt nochmal an die Box. Die Reifen scheinen nicht gereicht zu haben. Er war so früh an der Box mit den Weichen. Das ist einfach nicht mehr gereicht. Und wo kommt er jetzt raus? Das könnte sein, dass er bei Meier rauskommt. Ja, ich denke, so wird es kommen. Aber noch vor Meier. Mit den frischen Reifen sollte das, glaube ich, dann keine Diskussion geben. Grau wird Platz 3 behalten. Das war noch nicht Meier. Der kommt in 10 Sekunden erst. Ja, das wird sicher glatt gehen. Ich denke, da hat er bestimmt schon gerechnet. Und war sich dann sicher, dass das reichen würde. Da kommt nämlich erst Meier. So, wir gucken mal weiter durchs Feld. Gibt es noch irgendwo Spannendes zu sehen? Nein, es gibt keine richtigen Duelle mehr. Darum bleiben wir jetzt wieder vorne. Und genießen die letzten 10 Runden dieses doch sehr unterhaltsamen Rennens. Ich glaube, Christian, seine Reifen sind auch Runden älter wie dem Henning sein, ne? Also Vorteil auf jeden Fall bei Henning. Ja, definitiv. Aber man hat's gesehen, überholen ist schon schwierig. Ja, und er ist dran. Also, ich denke mal, das wird vielleicht auf so einen Überraschungsangriff hinauslaufen, wie zum Beispiel hier. Aber wir haben ja gesehen, was dann passieren kann. Oh, und das war aber diesmal richtig weit draußen. Wobei, das hat auch, glaube ich, keine Zeit gebracht. Ja, und der Abstand, der bleibt jetzt auch so ein bisschen so erhalten. Es sind immer so um eine halbe Sekunde. Die Sache ist natürlich auch, auf so einer Strecke, da kostet das ziemlich viel Zeit, wenn man im Windschatten eines anderen fahren muss in den Kurven. Denn das gibt natürlich verwirbelte Luft und dadurch weniger Abtrieb. Halt so eine Sache. Ja, also die Reifen verschleißen auch. Definitiv, ja. Also, das ist noch wirklich alles offen. Mal sagen, die Chancen stehen 50-50. Und Thomas Meier ist vorbeigegangen an Grau. Bei Grau muss es dann noch einen Dreher gegeben haben. Haben wir leider nicht im Bild gehabt. Jetzt sitzt 3 Sekunden hinter Meier, aber vielleicht gibt es dann auch das Comeback. Aber wir bleiben jetzt natürlich erstmal hier. Denn hier könnte jederzeit natürlich ein Fehler kommen von Bug. Und dann das Ausnutzen von Wollert. Und Peter Grau ist nochmal an die Box gefahren. Oh, hat er da
vielleicht sogar einen Unfall mit Bahn gehabt. Fehlt da der Splitter? Nee. Okay, weiß nicht, was er dann hatte. Gute Frage, auf jeden Fall ist er jetzt wieder unterwegs und ist jetzt auf Platz 6 noch zurückgefallen. Bitter, bitter. Vielleicht hat er auch einen platten Reifen gehabt. Irgendwo aufgeschlitzt. Ja, das kann natürlich auch sein. Also schade, der ist jetzt doch wirklich sehr weit zurückgefallen. Zwischenzeitlich sah es so aus, als hätte er wirklich gewinnen können. Ich glaube, das Ganze kam ja auch nicht zustande. Seine Reifen waren wirklich schon durch und auch schon aus der letzten Kurve. Ja, man hat halt gesehen, so viele Optionen hat er nicht mehr gehabt. Das war halt die Chance für den Christian. Ja, die Chancen, ich weiß ja nicht, also ich würde mal sagen, Woddard braucht schon einen Fehler von Boog, dass er vorbeigehen kann, denn es geht doch jetzt schon ziemlich lange so, dass er so circa eine halbe Sekunde hinter ihm lauert, aber vorbeikommt tut er nicht. Jetzt vielleicht, ja nee, das wäre auch Kamikaze-Angriff gewesen, an der Stelle sollte man nicht überholen. Also es geht schon, aber es ist natürlich gefährlich. Besonders wenn es um den Sieg geht. Das wäre vielleicht eine Aktion für die letzte Runde. Also genau, genau. Hoffe. Denn nach hinten ist genug Platz, also Andrea ist drin bei den beiden. 57 Sekunden Vorsprung auf Thomas Meyer, also eine Minute circa. So, dieses ereignisreiche Rennen hat doch schon Opfer gefordert, denn es sind nur noch die ersten Fahrer in einer Runde dahinter. Alle eine bzw. zwei Runden Rückstand. Oh, und da verbremst er sich. Und kommt auch ins Nasse und das hat Zeit gekostet. Aber rankommen kommt er, denke ich, schnell. Bloß vorbeikommen, das ist das Problem. Und es sind ja jetzt gleich nur noch sechs Runden. War trotzdem super bisher. Ein Ausfall von Mario Reich. Ja, und Manuel Heilfahrt, der leider gar nicht erst starten konnte, wegen diesem dummen Fehler mit der roten Ampel am Anfang. Ich bin mir sicher, das passiert ihm nicht mehr. Ja, das war das erste und das letzte Mal. Ja, aber Ungarn ist natürlich jetzt auch nicht die Strecke, wo es Ausfälle gibt, denn wo soll man denn hier einschlagen? Das gibt es eigentlich nirgendwo hier eine Stelle, wo das möglich ist, wenn man nicht, sage ich mal, mit Vollgas in die Kurve reinfährt. Da muss doch schon ziemlich viel zusammenkommen. So, noch fünf Runden. Wir nähern uns dem Finale. Ja, jetzt ist auch mal Bug ein bisschen weit rausgekommen. Ja, und dieser Reifenunterschied, der wird jetzt natürlich immer drastischer. Immer im Hinterkopf behalten, Wollert war um einiges später an der Box, hat frischere Reifen. Jetzt ist er richtig dran. Da hinten ist Verkehr. Das ist natürlich dann immer noch ein Faktor, wo dann
die Fehlerquelle ist. Patrick Wolf macht schön Platz. Ich denke, das ist Patrick Wolf war. Und dann so aus, von außen. So. Jetzt ist vielleicht vorbei. Wir sind auch beide wieder ungefähr gleich rausgekommen und. Ja, die Chancen schwinden. Der Windschatten ist jetzt auch nicht so hoch, wobei jetzt könnte es doch gehen. Oh, der bremst sich innen rein. Oh, es gibt die Berührung, aber es gibt keinen Dreher, aber Wollert ist vorbei. Wollert ist tatsächlich vorbeigegangen. Und Platz für Konter ist gerade nicht. Also das könnte jetzt die rennentscheidende Szene gewesen sein. Wir gucken uns die nochmal an. Aber ich glaube, das war alles im Rahmen des Erlaubten. Gucken wir, da bremst sich in Wollert aggressiv rein und dann macht Bug die Tür zu und dann gibt's halt die Berührung, aber ich glaube, das war alles im legalen Bereich, oder? Ja, also Christian kann ja weiterfahren. Ja, zum Beispiel, er hat schon extrem spät gebremst. Die Kurve hat klar den Christian gehört. Ja, Bump and Run, ne? Aber zum Glück müssen wir sowas nicht beurteilen und nicht entscheiden. Ja, also ich würde sagen, wobei es eh fragwürdig ist, ob der Henning seinen Sieg behalten darf durch den Dreher mit Patrick Wolf, wo es mit Sicherheit eine Strafe geben wird. Ja. Von daher ist das jetzt hier mal unter Vorbehalt. Na gut, aber es geht jetzt hier um den, genau, in Anführungszeichen, echten Gewinner natürlich. Ja. Den küren wir gleich natürlich auch. Na klar. Oh, Peter Grau nochmal mit einem Ausrufezeichen. Hat aber nach vorne hin viel zu viel Rückstand. 10 Sekunden wird er wohl nicht mehr aufholen können. Aber vielleicht gibt es noch den Konter hier. Wir warten ab. Denn der Topspeed scheint ja gestimmt zu haben bei Brooks, sonst hätte er sich ja nicht so lange verteidigen können. Er hat natürlich jetzt auch einen dicken Hals, ne? Vielleicht macht er dasselbe wie der Henning. Mal sehen. Ja, aber das ist natürlich auch sehr bitter. 4 Runden vor Schluss dann den Sieg zu verlieren. Ja, wobei, da gibt es doch noch schlimmere Erlebnisse. Besonders bitter wird es dann erst, wenn man das in der letzten Kurve verliert. Das gab es doch auch schon einige Male. Ja gut, es sind noch 3 Runden. Ja, ist noch nichts verloren. Und wir sehen, er kann dranbleiben. Der Reifennachteil scheint nicht so groß zu sein, dass er jetzt hier sofort an Boden verliert. Ja, man sieht aber auch, warum die beiden an der Spitze sind. Erstens natürlich, weil sie zu den besten Fahrern gehören, aber zweitens auch, weil sie sich am wenigsten Fehler, was die Strategie angeht, erlaubt haben, denn das sind die einzigen beiden Fahrer, die beide mit einem Stopp durchgefahren sind. Die restlichen haben 2, beziehungsweise das ist nur einer, und die restlichen haben 3 oder 4 Stops. Also, dieses Rennen hat wirklich viele Fallen zum Reinfallen bereitgehalten, was das Wetter angeht. Nur diese beiden Fahrer haben alles richtig gemacht. Patrick Wolf ist übrigens auch nochmal an der Box, also da scheint es nochmal Notstopp zu geben. 3 Runden noch. Oh, da ist jemand auf Abwägen. Das ist nicht Büchner, sondern das müsste. Ja, Bredemann sein. So Sektor 1, das stimmt.
Und dann geht es auch gleich schon in die letzte Runde. Also viel Zeit ist für Buben nicht da, um noch was zu ändern. Und Platz 3 wird dann höchstwahrscheinlich an Thomas Meyer gehen. 10 Sekunden der Vorsprung auf Büchner. Also da brennt nichts mehr an und Grau zeigt nochmal, dass er gut drauf ist. Aber das wird ihn nichts mehr bringen, denn nur noch 6 Sekunden auf Denker und das ist zu viel für eine Runde. So, Last Lap. Jetzt geht's ums Eingemachte und guck mal, Bug ist eigentlich viel zu weit weg, um einen Angriff zu starten. Ich denke, das wird's gewesen sein. Wenn der Henning keinen Fehler mehr macht, ja, dann ist die Sache erledigt. Mal gelb in Sektor 2, da kommen die beiden gleich hin. Ist Moritz Bredemann immer noch. Der kann sein Fahrzeug wohl überhaupt nicht mehr unter Kontrolle halten. Aber gut. Den werden wir auch, denke ich mal, nochmal gleich sehen. Denn der steht da immer noch so ein bisschen oder fährt jetzt langsam weiter. Und die kommen da bald hin. Aber wir bleiben natürlich jetzt hier. Denn Wollert ist natürlich auf seiner letzten Runde und der kann das ein bisschen genießen. Denn von hinten kommt nichts mehr. Oh, ja, jetzt sage ich, da ist der Bredemann. Das war nochmal so die schöne Ansage. Vorsicht, hier kommen die Führenden. So. Vorletzte Kurve. So, und ab geht's in die letzte Kurve. Also, damit gewinnt Henning Wollert. Vorläufig sagen wir, da gibt's noch ein paar Sachen, die zu diskutieren sind. Also, Rennen 3 der DGTM im Jahre 2015. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 geht an Christian Buck, hat ein gutes Rennen gezeigt. Und das waren halt die beiden, die die Taktik-Füchse am heutigen Abend waren. Platz 3 wird an Thomas Meyer gehen, der hat noch ein bisschen vor sich. Der hat heute wieder ein bisschen Pech gehabt. Also da war heute der Wettergott mal wieder nicht auf seiner Seite, aber auch seine Stunde wird schlagen, da bin ich mir sicher. Für ihn geht es jetzt in die vorletzte Kurve. Und da ist es soweit. Also, Platz 3, ja, da freut sich doch auch. Lichtlupe. Podium also für Thomas Meyer. Der ist dann also auch gleich bei uns. Platz 4 geht an Siegfried Büchner. Am Ende ist es dann die Blechmedaille geworden. Schade eigentlich. War wirklich eine sehr gute erste Rennhälfte. In Rennhälfte 2 hat er dann aber einen guten Platz leider durch Fehler verloren. Platz 5 geht an Ruben Denker. Platz 6 an Peter Grau, der dann auch doch aus dem Kreis der Favoriten rausgeflogen ist am Ende. Platz 7 wird an Fabian Jungblut gehen, beziehungsweise ging schon, der ist schon über Startziel. Michael Beuster ebenfalls. Bernd Giel auf 9, Dani Schubert auf 10. Platz 11, Marcelo Tocco. Platz 12, Patrick Wolf. Platz 13, Michael Ahrens. Platz 14, Ali Amann. Platz 15, Simon Semmler. Und Moritz Bredemann hat es auch geschafft in den letzten Minuten, Sekunden dieses Rennens. Oh, der Wagen sieht aber fertig aus. Damit haben wir alle über Start und Ziel. Ausgefallen ist Mario Reich und gar nicht an den Start gehen konnte leider Manuel Hallfahrt. Also, das war das Rennen. Und wir melden uns dann gleich mit den ersten dreien wieder. Also, bis gleich.
So, wir sind zurück jetzt zur kleinen Pressekonferenz nach dem Rennen mit den ersten drei natürlich. Wir fangen natürlich an mit dem Sieger. Ja, Henning Wollert, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, dankeschön. Ja, das war auch dann ein spannendes Rennen. Wie schwierig war es heute durch dieses Wetterchaos durchzugucken und sich für die richtige Strategie zu entscheiden? Es ist unvorhersehbar gewesen, was passiert ist. Ich habe mich dann immer am Thomas orientiert. Der hatte im Qualifying schon ein richtig gutes Näschen, dass es nur eine trockene Runde geben würde. Und die hat er hingesetzt und direkt 2 Sekunden Abstand zum zweiten gehabt. Das sind dann alles Leute gewesen, die diese erste Runde nicht so ganz hingekriegt haben oder die halt keine erste freie Runde hatten. In dem Zusammenhang ist es leider wieder so gewesen, dass mich die gleiche Person wie im ersten Rennen ein wenig aufgehalten hat im Qualifying, aber das nur am Rande. Ansonsten, ja, Startplatz 13 war sicherlich nicht so super gut. Christian ist auch von relativ weit hinten gestartet. Ich glaube, du warst 2 Plätze vor mir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, dann ist es eigentlich ganz gut gelaufen und anfangs ist Thomas ein bisschen weggezogen, weil wir natürlich hinten Verkehr hatten und entsprechend immer die Überholmanöver durchführen mussten, was uns natürlich Zeit gekostet hat. Irgendwann haben, glaube ich, beim Thomas die Reifen vielleicht ein bisschen abgenommen von der Konsistenz her und dann gelang es uns immer ein bisschen näher zu fahren. Christian war immer so im einstelligen Sekundenbereich hinter mir. Thomas ist dann in die Box, hat auf trocken gewechselt, glaube ich. Dann hat es irgendwann wieder angefangen zu regnen. Christian und ich sind weiter auf den Regenreifen gewesen. Das hat uns natürlich schon in die Karten gespielt, weil Thomas so mindestens einen Boxenstopp zu viel gemacht hat oder machen musste. Ja, so 10 Sekunden hinter mir, glaube ich, ist Christian in die Box abgebogen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie es dazu gekommen ist, dass er mich in einer oder zwei Runden hat überholen können, aber er ist halt vor mir wieder auf der Strecke gewesen, als ich aus der Box kam. Ja, und dann hieß es halt alles, was geht, hinterher. Und ich glaube, ich hatte eine Möglichkeit, reell gesehen, überhaupt an ihm vorbeizukommen. Das war das Überholmanöver und ja, das hat noch geklappt. Ansonsten, glaube ich, waren wir ziemlich gleichwertig. Mein Teamkollege, der hatte es leider nicht ganz so gut angetroffen. Er ist ja eigentlich auch mit einem guten Startplatz 2, sehr gut ins Rennen gekommen und hat zwischendurch dann einen Dreher gehabt. Das ist zwar vor mir passiert, aber ich habe es nicht ganz genau sehen können und ich habe auch noch Glück gehabt, dass ich nicht in ihn reingefahren bin. Zum Schluss hat er dann noch einen Boxenstopp machen wollen und hat dann nochmal Regenreifen bekommen statt der soften Reifen und das hat ihn natürlich das Podium gekostet. Trotzdem haben wir als Team, glaube ich, ganz gut abgeschnitten heute. Glückwunsch an den Christian, der Zweiter geworden ist und zumindest die Meisterschaftsführung nicht weiter ausbauen konnte, aber ich habe ja doch schon einen beträchtlichen Rückstand auf ihn. Ich glaube, vor dem Rennen waren es 41 Punkte. Und Glückwunsch natürlich auch an den Thomas, der trotz des Missgeschicks des so häufigen Boxenstopps noch Dritter geworden ist. Ja, gut. Dann danke dir für deine sehr detaillierte Rennbeschreibung. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Gut, dann kommen wir jetzt natürlich zum zweitplatzierten Christian Bug. Erstmal Glückwunsch für Platz 2. Du hast 4 Runden vor Schluss, wenn wir richtig aufgepasst haben, den Sieg so ein bisschen natürlich verloren. Die erste Frage an dich. Fandst du das Überholmanöver fair? Ja, es ist GT-Sport, da muss ein bisschen Lackaustausch dabei sein, glaube ich. Ansonsten, ich sag jetzt mal, mit der Erwartung, mit der ich ins Rennen gegangen bin, hätte ich mir, ja, ist es eigentlich egal, ob ich jetzt Erster, Zweiter oder Dritter bin, weil ich habe so gut wie gar nicht trainiert gehabt und habe auch so nach den ersten Zeiten dann auch gesagt, nee, Maximalziel ist für mich ein bisschen Punkte hamstern, da das was geht, aber dass es dann erstmal so chaotisch lief, das Rennen, was das Wetter anging. Bei Rennhälfte habe ich schon gedacht, ach, wann ist es eigentlich vorbei? Es war nicht sehr schön und dass ich dann quasi genau zur rechten Zeit auf die weichen Reifen gewechselt habe, war eigentlich eher Zufall, Bauchgefühl, je nachdem. Ich habe einfach dann, als es dann zum dritten Mal, glaube ich, aufhellte, heute dann gesagt, okay, komm,
wechselst du einfach mal auf weich, auch wenn die Strecke noch leicht feucht ist. Ja, aber das hat dann letztendlich dann doch sehr viel Zeitvorsprung geholt. Also ich konnte in den zwei Runden extrem schnell fahren, so dass ich dann halt eben vor Henning dann noch aus der Box gekommen bin. Ja, ja. Und ansonsten konnte ich auch sehr schnell auf Peter Grau aufholen. Der Zwischenfall zwischen uns beiden, da muss ich mit ihm auch nochmal reden. Also aus meiner Sicht sah es jetzt so aus. Also ich habe versucht, möglichst noch Platz zu lassen, aber trotzdem habe ich dann noch einen Schlag in die Tür gekriegt. Weiß nicht, ob es zu eng war, weil der Ford hat leider so eine gefühlte 10 Meter A-Säule. Du siehst, kannst in Linkskurven nicht sehr gut reingucken. Bauchgefühlmäßig habe ich eigentlich so das Beste getan, da noch ein bisschen Spielraum zu lassen. Ich hoffe, er ist jetzt nicht allzu böse. Ansonsten chaotisches Rennen. Mein Auto war so ziemlich fast rundum komplett gelb, weil irgendwie vor allen Dingen auch in der Startphase da jeder mal angeklopft hat bei mir. Ja, also ich glaube, so ziemlich eines meiner chaotischsten Rennen, die ich je gefahren bin. Ja, aber das Glück war auf deiner Seite und ja, dann sage ich erstmal Danke für das Interview und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und auch nochmal Glückwunsch an Henning und Thomas. So, jetzt kommen wir zu der Person, die eigentlich nicht so viel Glück hatte heute von der Strategie und von dem Wetter her. Nämlich zum drittplatzierten Thomas Meyer. Gerade auf Startziel hast du Lichthupe gemacht. Bist du zufrieden mit Platz 3? Ja, mehr als zufrieden. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt, geschweige denn im Quali auf Pol fahre, geschweige denn im Rennen aufs Treppchen. Ja, ich bin mehr als zufrieden. Ich habe irgendwo damit gerechnet, dass ich an die Top 5 ankratzt, vielleicht Top 10 noch gerade so. Ja, Top 10 auf jeden Fall, denke ich, aber Top 5 ankratze, weil ich auf der Strecke überhaupt nicht zurechtgekommen bin am Anfang. Okay. Und im Qualifying, da hattest du dann aber das Glück, was du im Rennen sozusagen nicht so richtig hattest. Wie war das da für dich? Du hast die Runde gleich am Anfang gefahren, ne? Ja, ich bin da, hab mir ja wegen die Vorhersage so angeschaut, da hat es eben geheißen, zwischen 14 und 16 Uhr immer wieder Regenschauer und da das Quali ja zeitlich gesehen auf 14 Uhr liegt, ja 14 Uhr, und im Zeitraum eigentlich Regen angesagt war oder zumindest hin und wieder, bin ich davon ausgegangen, es könnte gleich regnen, also gibst du gleich mal Vollgas, wenn die Startfreigabe kommt und hoffst aufs Beste, dass es trocken bleibt, aber naja. Bei der ersten gezeiteten Runde ist trotzdem dann nass geworden. Ja, da trotzdem hat es dann auch für dich gereicht. Und ja, wie guckst du jetzt weiter? Drei Wochen Oschersleben. Glaubst du, dass du da wieder aufs Podium fahren kannst? Hoffen tue ich viel, glauben tue ich weniger. Ja, ich sag mal so, kommt immer ganz drauf an, wer alles da ist, wer wie viel trainiert hat. Wenn man selbst auf der Strecke zurechtkommt. Es kann gut gehen, so wie heute, dass ich hier und da ein bisschen Glück hatte. Kann aber auch Pech haben und theoretisch ja auch ausscheiden. Also kann dann mal schlecht in die Zukunft schauen. Ja. Aber meine Glaskugel verrät mir, ich könnte zumindest dabei sein. Okay. Na gut. Dann bedanke ich mich auch bei dir und nochmal danke an euch halt alle. Übrigens. Dann ja, hören wir uns dann in drei Wochen wieder, vielleicht zum Interview und bis dann. Bis dann. So, Gunnar, dann machen wir jetzt nochmal ein kleines Fazit zum Ende. Ja, wir haben doch eigentlich ein spannendes, manchmal auch chaotisches Rennen gesehen. Das Wetter hat... ja, uns Freude gemacht heute definitiv. Das war wirklich ein Auf und Ab. Und da musste heute doch schon das Glück auf deiner Seite sein, wenn man heute ganz vorne mit dabei sein wollte. Ich denke, wir haben ja zwei gute, also die ersten beiden Plätze sind auf jeden Fall in die richtigen gegangen. Das waren definitiv auch die schnellsten Fahrer heute Abend. Ja, was sagst du zu dem Rennen? Ja, Regen verspricht halt immer Spannung. Und man braucht ganz klar immer auch ja, das glückliche Händchen. Zwecks auch der Reifenwahl. Man hat es gesehen, Henning und Christian, die haben sich nicht verrückt machen lassen, haben ihren Stiefel erstmal runtergefahren, trotz abtrockender Strecke. Ja, zum Schluss alles richtig gemacht.
Glückwunsch nochmal von meinerseits, ja. Okay. Dann gucken wir jetzt auch nochmal kurz nach vorne. In 3 Wochen Oschersleben. Da haben wir ihn, genau, Oschersleben. Ja, das, ich wollte bloß das nochmal hier darstellen, ja, Oschersleben. GT-Strecke, GT-Master-Strecke, also das ist auf jeden Fall ein passender Kurs. Mal gucken, was uns dann da erwartet. Ich kann leider das ganze Rennen nicht begleiten, weil ich selbst am Steuer sitze an dem Abend. Aber ich hoffe mal, dass dann ein Ersatz gefunden wird. Das wird bestimmt auch garantiert sehr spannend werden. Das Wetter ist da bestimmt auch ein Fragezeichen, denn wir haben hier in Deutschland noch Frühling und da kann der ein oder andere Schauer im Aprilwetter dann immer noch natürlich dann runterkommen. Ja, also man hat es gesehen, immer wenn halt ja etwas Regen oder das Wetter unbeständig ist, gibt es schon spannende Rennen. Wenn es halt nur trocken ist, ja, dann sind halt die Abstände meist doch viel größer wie hier. Hier haben wir einen Zweikampf bis zur letzten Runde um Sieg gesehen. Dank dem Wetter, ja. Von daher, also soll es nicht jedes Rennen regnen. Aber es ist doch schon immer spannend anzusehen und interessant. Ja. Spannend, gar keine Frage. Und schweißtreibend vor allem. Überlegst, wechselst jetzt Reifen, bleibt es trocken, regnet es nochmal. Aber irre. Kann man ja drüber reden. Ja. War einfach irre. Ich kann es euch sagen, das war einfach irre. Ja, was wir im TS gerätselt haben, wechseln wir jetzt auf trocken, einmal auf Regenreifen. Irre. Einfach irre. Also ich hoffe für mich, ich werde ja wahrscheinlich zum Eifelring einen Gaststart oder meine Ersatzfahrertätigkeit in die Hand nehmen. Ich hoffe, dass es da auch regnet. Ich finde Regen immer extrem spannend, auch zu fahren. Haben wir leider in anderen Simulationen nicht so oft. Und von daher ist dieses Live-Wetter mit Regen immer eine interessante Geschichte. Definitiv. Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Ich hoffe, es hat allen Zuschauern gefallen. Feedback könnt ihr immer gerne geben. Bei YouTube gibt es ja dann nochmal die Aufzeichnung. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren was schreiben, wenn ihr wollt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei dir, Gunnar. Hast deinen Job super gemacht. Und ja, fürs erste Mal. Dann hören wir uns beim übernächsten Rennen wahrscheinlich wieder am Eifelring. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ja.